Herzlich willkommen alle zusammen. Ich mache eine ganz kleine Korrektur, nur weil Produzentin von Durch die Nacht ist Avanti Media in Berlin. Nee, und ich bin Autorin und Regisseurin. Und das sollte nicht auf mich gehen. Ich freue mich sehr, dass jetzt ich das alles moderieren darf. Ich möchte gerne erstmal unsere Gäste kurz und knapp, wie es geht, vorstellen. Und ich beginne einfach hier links mit Frau Solin Youssef. Sie hat auf sich aufmerksam gemacht 2016 mit ihrem Film Haus ohne Dach. Und Tagesspiegel hat über sie geschrieben, Achtung, Vertreterin des neuen deutschen Films. Mehr dazu wird sie uns danach sagen. Herr Herbert Heuss, wissenschaftlicher Leiter beim Zentralrat Deutsche Sinti und Roma. Freut uns sehr, dass Sie heute Abend hier sind. Und Frau Lara Sophie Milagro. Sie macht sehr viel, Schauspielerin, Sängerin, Autorin und Regisseurin und künstlerische Leitung von Theater- und Filmproduktion Label Noir. Freut mich sehr, dass Sie da sind. Allererste Frage, wie gehen Sie mit diesem Titel um? Neue Hoffnung, deutscher Film? Natürlich schmeichelhaft irgendwie. Ich glaube, jeder Nachwuchs wird erstmal so genannt und gepusht. Ne? Vielleicht in meinem Fall besteht auch die Hoffnung, dass die junge Generation an Filmemachern eben auch andere Geschichten erzählen. Andere Milieus, das fehlt mir auch in der deutschen Film- und Fernsehlandschaft tatsächlich, in allen Bereichen, dass eben ja, viele Milieus bedient werden oder andere Geschichten, viel tiefer, tiefgehender und irgendwie ein komplexes Bild erzählt wird von der deutschen Gesellschaft. So, das, daran arbeite ich auch oder will ich arbeiten und ja, das ist schmeichelhaft, aber man muss erstmal, glaube ich, das schaffen, irgendwie dieses, das tatsächlich auch, ja, diesem Titel gerecht zu werden noch. Ja. Ich habe in einem Interview gelesen, dass Sie gesagt haben, Sie werden nie einen Auftrag annehmen, wenn es Sie an Ihr Heimat, man Sie deshalb diesen Auftrag gegeben hat, ja. Da Sie aus diesem Land kommen, Sie kommen. Was heißt das? Ja, tatsächlich ist es so, dass ich sehr viele Aufträge bekomme, die nicht nur mit meinem kurdischen Hintergrund zu tun haben. Also ich bin Kurdin aus dem Irak. Das heißt, ich werde für Stoffe angefragt, die sowohl einen türkischen Background, einen persischen Background, einen irakischen Background, einen kurdischen Background oder jeglicher Background, der irgendwie mit eben ja, einer Gruppe zu tun hat, die migriert ist sozusagen. Ja, weil Familien vielleicht ähnlich ja, Familienstrukturen ähnlich sind oder der gesellschaftlich-politische Hintergrund und deswegen die Hoffnung besteht, dass ich das besser erzählen kann. Und ich lehne diese Stoffe nicht per se ab, aber ich selektiere schon sehr vorsichtig, weil ich natürlich auch die Furcht habe, dann irgendwann in der Schublade zu landen und mich dann frage, kann ich denn nur diese Geschichten erzählen? Also warum kann ich dann nicht für eine Ärzteserie angefragt werden? ja, die vielleicht irgendwie nach außen oder ne, auch von außen betrachtet vielleicht nicht meine Welt ist, aber ich bin ja Regisseurin, ich bin Filmemacherin und ich kann Geschichten über Menschen erzählen. So, und nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund. Und da muss ich irgendwie selbst auch ein bisschen ja, die Woge halten, ne, und ich versuche halt eben sehr viele bunte Sachen zu machen. So. Ja. Aber ich bin da auch politisch motiviert, natürlich. Und ja, wenn es mir zu blöd ist, wenn es irgendwie Klischee ist, dann ist es auch ein ganz klares Nein. Also das mache ich nicht. Da habe ich auch einen Auftrag. Also das ist ja wie, als würde ich mich selbst verraten, indem ich so Geschichten erzähle, die das Klischee auch noch befuttern. So. Ja. Da würde ich sehr gerne daraufhin Sie fragen, und zwar haben Sie 2008 Ihr Theater
Produktion gegründet und ich habe gelesen, dass von PR bis zu Schauspieler die ganze Mitwirkende sind entweder Afrodeutsche oder afrikanische Hintergrund oder Afrikaner. Und das heißt, es schließt aus, wenn sich auch, das ist sehr bewusst gemacht worden und sie wollten etwas markieren, nehme ich an. Und wie bekommen Sie Feedback? Also das stimmt nicht ganz. Also uns gibt es in der Form seit 2010. Und wir haben uns ursprünglich gegründet, Schauspielerinnen, afrodeutsche Schauspielerinnen, also eigentlich deutsche Schauspielerinnen, aber man muss es immer dazu sagen, afrodeutsch, auf der Flucht vor Klischeerollen. Also wir haben einen künstlerischen Raum gesucht, wo wir als Schauspielerinnen, Regisseurinnen, Künstlerinnen, Autorinnen über das Medium Theater und Film uns ausdrücken konnten, jenseits von fremdbestimmten Zuschreibungen und jenseits von den bekannten Klischee-Rollen, von denen ich einige ja auch immer wieder genannt habe oder die wir auch immer wieder nennen. Und wir bekommen auch viele Anfragen dafür, weil wir eine Zeit lang auch mal vermittelt haben. Und das ist wirklich zu 90% Prostituierte, jetzt seit der sogenannten Flüchtlingskrise, Flüchtlinge, Hip-Hopper, DJ, so bewegt sich das. Und das sind ja keine Rollenfächer, sondern Klischees. Also, weil oft so das Argument kommt, naja, als Schauspieler, ich als weißer Schauspieler werde auch immer gecastet für, keine Ahnung, die sexy Blondine oder so. Das ist aber ein Typ, was man gut oder schlecht finden kann. Aber schwarz sein ist kein Typ, ne? Genauso wenig wie weiß sein. So wird es aber behandelt. Und das heißt, wir haben uns eben gegründet, weil wir einen künstlerischen Raum haben wollten, wo das nicht passiert, wo wir einfach unser Menschsein verkörpern können, was ja eigentlich jeder Schauspieler möchte und nicht unsere Hautfarbe in erster Linie. Und wo wir auch Geschichten erzählen können, die vielleicht sonst nicht so erzählt werden. Und es sind auch nicht nur schwarze Geschichten, wenn es sowas überhaupt gibt. Also ich weiß nicht, ob es schwarze und weiße Geschichten gibt, aber das sind all die Geschichten, die uns besonders interessieren, die im Mainstream nicht so ihren Platz finden. Und daher kam es erstmal, dass wir nur oder ausschließlich Afrodeutsche waren und das auch in unserem ersten Stück durchaus erstmal bewusst so war. Heimat, bittersüße Heimat hieß das Stück. Das ist aber nicht, also es ist bei uns im Gegensatz zum Stadt- und Staatstheater keine Doktrin oder Regel. Also wir sind auch offen für weiße Menschen, wobei wir schon gucken, dass so die Schlüsselpositionen immer mindestens so zur Hälfte auch mit POC oder schwarzen Künstlerinnen besetzt sind, weil die eben einfach in anderen Räumen die Möglichkeit dazu nicht so haben. Aber genau, also wir haben da oft öfter das Feedback bekommen bei Publikumsdiskussionen, dann gerade bei Heimat, bittersüße Heimat, wo es so um die Erfahrung als Afrodeutsche in Deutschland geht in dem Stück. Ja, das ist ja auch sehr rassistisch, sie sind ja jetzt alle schwarz in dem Ensemble und das ist ja dann genau dasselbe. Und wo ich immer dachte, das ist sehr interessant und habe dann die Leute gefragt, ist Ihnen das schon jemals aufgefallen, wenn Sie hier in Heidelberg ins Theater gehen oder in Berlin, ins deutsche Theater, dass die alle weiß sind? Also ist Ihnen das auch aufgefallen als rassistisch oder fällt Ihnen das nur in dem Moment auf, wo Sie 7 schwarze Schauspieler auf der Bühne sehen? Und genau, also da haben wir, glaube ich, schon so erreicht, dass sich die Leute plötzlich der Perspektive bewusst werden. Und natürlich ist das eine schwarze oder eine afrodeutsche Perspektive, wenn wir zu 7 da stehen, genauso wie es eine weiße deutsche Perspektive ist, wenn da gar kein POC ist. Es ist alles eine Perspektive. Mhm. Es wird es eben meist nur so wahrgenommen in dem Moment, wo jemand anders aussieht. Ja. Da wird es dann so wahrgenommen. Aber es ist bei uns keine Doktrin, dass alle schwarz sein müssen. Aus Ihrer Perspektive haben Sie vor einigen Jahren im deutschen Fernsehen etwas sehr kritisch empfunden und sehr stark dagegen angegangen. Könnten Sie uns von den Leuten das erzählen? Das haben Sie oben jetzt bei uns ein bisschen ausführlicher erzählt und ich fand es sehr spannend. Oh, das war letztes Jahr. Ich muss aber trotzdem was vorschalten. Also
Sinti und Roma sind in Deutschland seit ungefähr 600 Jahren ansässig. Man sollte eigentlich meinen, dass die irgendwie schon deutsch genug sind, aber als Fremde werden sie nach wie vor behandelt. Das Thema Antiziganismus im Film, es gab im Anfang dieses Jahres das erste Mal eine Konferenz, eine internationale Konferenz dazu in Berlin, während der Berlinale übrigens, ist einfach nach wie vor manifest. Und es ist für mich nach wie vor verblüffend, wie das funktioniert. Also letztes Jahr hat das öffentlich-rechtliche Fernsehen einen Kinderfilm ausgestrahlt, Nellys Abenteuer. Der wurde erst im Südwestrundfunk ausgestrahlt und dann anschließend auch noch im Kinderkanal. Das ist ein Kinderfilm für so 8- bis 12-Jährige. Und der Plot baut darauf auf, und das hat der Drehbuchautor auch ganz dezidiert gesagt, dass man eine Fallhöhe herstellen muss zwischen einem deutschen Mittelstandskind, das mit der Familie nach Rumänien kommt und dort dann entführt wird, von Roma natürlich. Kindesraub ist ja geradezu ein Berufsbild in dem Feld offenbar. Und dann taucht alles andere auch auf. Diebstahl, Schutzgelderpressung, so ein bisschen runtergekommene Armutssiedlung, aber das liegt halt dran, dass die Roma diskriminiert werden. Also alles da drin. Und der Drehbuchautor sagt, man muss diese Fallhöhe konstruieren, damit Spannung im Film entsteht. Und die Fallhöhe heißt deutsches Mittelstandskind, kriminelle Roma. Und er sagte auch ganz ausdrücklich, weil ich fragte dann, in Rumänien gibt es jede Menge Akademiker unter den Roma, was ist das Problem, dass dieses Mittelstandskind, da ist ja keine Fallhöhe, da ist keine Spannung, da ist ja nichts dabei. Ne? Und dieses Bild wird immer wieder neu produziert. Und das Verblüffende war, dass auf die Kritik hin erstmal wirklich eine Abwehrhaltung entstanden ist. Da wurden dann von der Filmfirma, vom Südwestrundfunk alle möglichen Gutachten eingefordert. Das letzte, das mir zu Gesicht gekommen ist, von einem Herrn von Gottberg, glaube ich, von der freiwilligen Selbstkontrolle, der unter anderem dann geschrieben hat, wird auch das Thema Zwangsheirat angesprochen von einer der Roma Protagonistinnen in dem Film, die wird verheiratet an den Sohn des lokalen Gangsterchefs, der auch diese Kindesentführung da organisiert hat, im Auftrag eines weißen deutschen Unternehmers übrigens, aber das nur nebenbei. Zwangsheirat, aber nicht, da geht es nicht darum, dazu kritisieren oder Vorurteile aufzubauen, sondern da geht es um kulturelles Verständnis zu wecken. Damit soll kulturelles Verständnis geweckt werden. Ist ein bisschen verblüffend, weil dieser Herr war auch Vizepräsident des Deutschen Kinderschutzbundes. Also ein bisschen eigenartig, dass der jetzt sagt, das Thema Zwangsarbeit, damit wird kulturelles Verständnis produziert. Und das geht also querbeet bei diesem Film. Und dieser Film wurde auch mit über 900.000 Euro aus öffentlichen Mitteln, Steuermitteln von der Filmförderung finanziert. Das heißt, diese Filme werden finanziert, während andere Filmemacherinnen haben oft auch wirklich Probleme, da reinzukommen in dieses Netzwerk. Die Auseinandersetzung mit Film ist, ich arbeite beim Zentralrat Deutscher Sinti und Roma, ist gewissermaßen Teil unseres Auftrags. Wir machen Medienmonitoring und es gibt seit jeher diese Sorte von Filmen, das reicht von Tatort bis zu anderen Themen. Gleichzeitig ist natürlich der Zentralrat oder sind wir sehr stark daran interessiert, dass das Thema überhaupt ins Fernsehen reinkommt. Wenn Sie sich überlegen, der Völkermord an Sinti und Roma, diese extremste Form von Antiziganismus, ist 1982 anerkannt worden. Es gibt seitdem mit Sicherheit eine ganze Menge Formate im Fernsehen, die deutsche Geschichte behandeln, Nationalsozialismus behandeln. Aber wenn Sie mal überlegen, wie oft das Thema Sinti und Roma da vorgekommen ist, nicht besonders oft. Haben Sie eine Antwort dafür, warum es so ist? Sie haben bestimmt viel sich damit beschäftigt. Wenn ich diese Antwort hätte, dann hätte ich, glaube ich, dann wäre ich, das wäre Nobelpreis verdächtig. Es hat sicher was damit zu tun, dass man
ein Gegenüber braucht, an dem man sich abbilden kann. Also das, was man alles nicht sein will oder nicht sein darf, das changiert. Was diese historischen Formate angeht, fragt man sich wirklich, wie heißt dieser bekannte deutsche Fernsehhistoriker da, der bis zu Hitlers Schäferhund, glaube ich, alles bearbeitet hat. Das Thema Sinti und Roma ist da nie vorgekommen. Also das ist mehr als ein blinder Fleck, das ist schon ein bewusstes Draußenlassen von solchen Themen. Aber es hat sich ein bisschen was geändert. Das fing an mit Frau Rockenschaubs Reise, vielleicht fing es auch schon vorher an, aber das war ein Film, den das ZDF vor, ich glaube, 4, 5 Jahren produziert hat. Und da sagte der zuständige Redakteur, das mussten sie wirklich auch innerhalb der Redaktion durchsetzen. Das war kein einfaches Thema und jetzt Asche auf unser Haupt beim Zentralrat. Einer der Kritikpunkte sei gewesen, wenn Sie dazu einen Film machen, dann kommt der Zentralrat und sagt, so darf das aber gar nicht sein. Das heißt, die kritische Betrachtung von solchen Themen sorgt dafür. Hätte man ja jemanden einladen können vom Zentralrat, die Konzeption. Das haben Sie dann freundlicherweise haben Sie das gemacht. Sie haben wirklich sich an den Zentralrat gewandt, sind nach Heidelberg gekommen. Redakteur, Drehbuchautorin, Produzent, glaube ich, und haben das einmal vorgestellt. Danach haben sie ihr Ding gemacht, ohne dass wir uns da eingemischt haben. Das hätten wir auch, glaube ich, nicht. Das ist keine Aufgabe des Zentralrats, da jetzt gute Ratschläge zu geben. Naja, geben wir ungefragt, aber es ist keine Aufgabe des Zentralrats, da jetzt genaue Vorgaben zu machen oder sowas. Das ist Job der Drehbuchautorin und die haben das, glaube ich, ganz gut gemacht. Und bei diesem Film haben auch, wie bei Nellys Abenteuer übrigens auch, eine deutsche Sinti mitgespielt und die waren sehr präsent in dem Film. Bei Nellys Abenteuer ging es andersrum. Da haben sie wirklich Roma benutzt, um so eine Sorte von Authentizität herzustellen, um zu zeigen, die klauen, die sind kriminell und das Ganze ist auch noch authentisch am authentischen Ort in Rumänien, ein echtes Roma-Dorf, gezeigt worden. Das heißt, Sie sehen, da ist eine wirkliche Bewegung drin. Wir sehen auch seit 2 Jahren vielleicht, dass dieses Thema schon auch ein bisschen hip geworden ist. Es fängt langsam an, dass sich Leute dafür interessieren, auch in den unterschiedlichen künstlerischen Bereichen. Aber was dann wirklich dabei rauskommt, das ist, man muss sich wirklich jedes Teil einzeln anschauen. Sido hat diesen einen Film gemacht, Eine Braut kommt selten allein. Sido hatte, und der Film ist ziemlich witzig, wie ich finde. Er spielt mit einer ganzen Menge Klischees. Es gibt Leute, die diese Klischees dann wieder kritisiert haben. Aber im Fernsehen kommt man wohl nicht ohne Klischees aus. Ich würde gerne hier, vielen Dank, das Aufgreifen über Klischees im Fernsehen. Mhm. Es gibt ja durchaus in meist abendfüllende Programme in ZDF, ARD und auch andere Sender, die exotische Ausländerin, der attraktive, dunkelhäutige Mann, der die Dame rettet oder die Putzfrau. Also es sind oft Klischee-Rollen zu sehen. Und ich frage mich oft, ob das bewusst im Drehbuch für diese Rollen man sich Gedanken gemacht hat oder man sich grundsätzlich für alle Rollen keine Gedanken gemacht hat. Denn auch andere Figuren in Serien und Filmen kommen ziemlich, würde ich sagen, nicht oft sehr nicht charakterstark rüber. Da würde ich gerne Sie als Filmemacherin erstmal fragen. Es ist tatsächlich so, dass das größte Problem ist wirklich, dass es so viele schlechte Geschichten gibt und schlechte Drehbücher. Ein bisschen laut. Schlechte Geschichten und schlechte Drehbücher. Ja. So. Das heißt, für mich fehlt da schon die Diversity. So. Also Geschichten zu erzählen, die irgendwie Genres zusammenbringen, die irgendwie ein anderes Bild von Deutschland erzählen, die ein bisschen temperamentvoller sind, humorvoller. Also da mein größter Kritikpunkt wäre an der Stelle der,
Wenn diese Geschichten nicht da sind, dann kann man auch keine tiefergehende Figuren erzählen. So, das heißt, an sich, weil wir das auch vorhin besprochen haben, da will ich auch die Diskussion nochmal weiterführen, ich empfinde das ja auch teilweise so, dass die deutschen Figuren ja Klischees sind. Ja, also da fängt es ja schon mal an. Und habe oft das Gefühl so, oder frage mich, für wen werden diese Filme gemacht? Ja? Also es wird immer von der Quote gesprochen. So. Anscheinend gibt es ja auch einen Bedarf. So. Woher kommt dieser Bedarf und repräsentiert das eigentlich so eine Art Bild oder so eine Art Perspektive, die sozusagen immer wieder gefüttert wird? Oder, das fand ich auch, oder kann man den Zuschauer erziehen? Also besteht die Aufgabe auch gerade darin, dass... wenn das schon öffentliche Gelder sind, ja, und ein Bildungsauftrag da ist, ob man sich da nicht noch ein bisschen mehr wagen sollte, so, ob man dem Zuschauer auch zu wenig zutraut. Also, und deswegen kommen noch mehr Konflikte und noch mehr Probleme dazu. Also ich hab oft das Gefühl, dass ich Drehbücher bekomme und immer dran arbeiten will. Ich muss immer dran arbeiten, weil ich immer das Gefühl habe, so, die sind so teilweise so leer und hohl, also die Figuren, dass ich das Gefühl habe, da hat sich jemand keine Gedanken um den Hintergrund dieses Menschen gemacht, rein psychologisch, geschichtlich, so irgendwie, woher kommt der und irgendwie ist das alles manchmal so lose. Ja? Kann es sein, dass es auch damit zu tun hat, dass ganz einfach gesagt, der Laden läuft? So, und die Zuschauer, die Stammkunden, die Stammzuschauer... Ja, die erwarten das. Also ich höre das auch so oft, dass die Zuschauer keine Filme sehen wollen mit Untertitel. So, ja, wo ich mir denke, okay, ist das so schwer zu lesen oder was ist denn eigentlich das Problem? So, und dann werden diese ganzen Filme, die mega spannend sind, gerade so von neuen Nachwuchs, ja, die sich irgendwie in die Welt hinauswagen, und in Deutschland auch mal aus einer anderen Perspektive eben Geschichten erzählen, die werden dann halt auf so 23 oder 0 Uhr verschoben. So, wo keiner irgendwie zuguckt. Oder 2 Uhr morgens oder was weiß ich. Also das sind einfach, da kommen viele Sachen zusammen. Also da kommen einfach viele Defizite zusammen, die dazu führen, dass eben dieses Bild kreiert wird dadurch. Ja. Ich weiß, dass die Redakteure auch sehr hart kämpfen müssen. Also ich kenne sehr viele Redakteure und die wünschen sich das auch, die wünschen sich irgendwie eine Wandlung, ja, und müssen auch echt kämpfen mit neuen Regisseuren und Autoren, um das irgendwie durchzubekommen. Ja. Es wird immer so von oben runtergemacht, alles wird so, ja, das wird so klein gemacht. Ja. Dann muss man irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner so oft, und dieser gemeinsame Nenner heißt, der Dümmste muss es auch verstehen. So. Und das kann es ja nicht sein. Ja, also Film und Fernsehen ist ja auch dazu da, Dinge vielleicht anders zu sehen oder sich dann auch für andere Sachen zu interessieren und nachzuforschen und zu recherchieren und nicht einfach immer das vorgelegt zu bekommen, was man eh schon kennt. Also das ist... Vielen Dank. Sie haben vorhin in Diskussion daraufhin eine Antwort gegeben, was ich sehr spannend fand. Und Sie sagten, man muss sehr vorsichtig damit umgehen, eine Rolle von einem Ausländer oder eine schwach verarbeitete Figur mit einer farbigen Rolle zu vergleichen, denn es sind zwei ganz unterschiedliche Welten. Ich würde Ihnen total zustimmen, dass... Also wir kriegen ja auch so viele Drehbücher zu lesen, ich bin keine Drehbuchautorin, aber da braucht man, glaube ich, auch nicht viel, um zu sehen, dass das einfach, wie Sie sagen, oft sehr eindimensional ist, auch bei den sogenannten weißen Rollen, aber da sind wir jetzt schon beim Thema, was sind weiße Rollen, was sind schwarze Rollen? Die gibt es meiner Meinung nach nicht. Und der Unterschied ist, finde ich, also ich finde, man kann das berechtigterweise kritisieren. Und mir geht es auch so, also ich gucke kaum Fernsehen, obwohl ich Schauspielerin bin, in Deutschland zumindest nicht. In Amerika, wenn wir da sind, mein Mann und ich, gucken wir sehr viel Serien und so, hier gar nicht. Weil es einfach, ja, POC oder nicht POC, aber es ist meistens im Gegensatz eben zu anderen Serien, nicht nur People of Color. Also es ist praktisch eine Sammelbezeichnung, damit man nicht immer sagen muss, iranisch, deutsche, türkisch, deutsche, schwarze, deutsche, also ja, also alle, die nicht weiß, die nicht der weißen Norm entsprechen.
Und das ist einfach in Amerika oder in England oder auch in den skandinavischen Ländern, ich finde die skandinavischen Serien hervorragend, ist das einfach besser gemacht. So. Ja. Ich denke aber, es ist ein Unterschied, also es ist eine berechtigte Kritik, aber ob wir jetzt zum Beispiel das Klischee eines Arztes sehen in einer flach gemachten Serie, sage ich mal, Arzt. Oder ob wir ein schwarzes Klischee, weil das ist das Klischee eines Arztes. Was aber bei POC oft gemacht wird, ist, dass da geht es nicht um Klischee, um ein menschliches Klischee oder ein berufliches Klischee oder ein weibliches Klischee oder ein männliches Klischee. Es geht um ein rassistisches Klischee. Warum rassistisch? Weil die Unterscheidung von Menschen nach sogenannten rassischen Merkmalen nennt man Rassismus. So. Und dann sagt man also, jemand, der diese Hautfarbe hat und diese Augenstellung und diese Haarfarbe oder diese so, der ist halt so und der wird auch immer nur so gezeigt, egal ob dann diese Prostituierten- oder Ärzte-Rolle oder wie auch immer dann komplex ist oder nicht. Ja? Das sind zwei verschiedene Sachen, weil ich habe zum Beispiel überhaupt nichts dagegen, eine Prostituierte zu spielen. Das sind ja keine schlechteren Menschen oder keine uninteressanteren Figuren. Ich habe was dagegen, dass ich nur dafür angefragt werde, nur. So, dagegen habe ich was. Oder ein türkischer Kollege, der mir sagte, er kriegt jetzt eben seit Al-Qaida die 1000. Anfrage für Terroristen. Und der dann mal bei Facebook so ein Bild gepostet hat von den NSU-Leuten und gesagt hat, so sehen Terroristen aus und schickt mir keine Anfragen mehr für Terroristenrollen. Ich kann auch, wie Sie auch schon sagten, einen Arzt spielen oder so. Also ich glaube einfach, das heißt nicht, dass ich sage, die Weißen spielen immer die komplexeren Rollen, aber sie werden nicht auf ihre Hautfarbe reduziert. Das ist ja der Unterschied. Also sie können Ärzte spielen, sie können Prostituierte spielen, sie können Anwälte spielen, sie können alles spielen, sie können die ganze Menschheit repräsentieren. Und Schwarze oder POC repräsentieren sehr oft ihr Klischee. Also ein asiatisches Klischee, ein schwarzes Klischee, ein Middle East Klischee, ein Sinti- und Roma-Klischee, was auch immer, aber das ist ein Klischee, was nichts mit ihrer Eigenwahrnehmung, sondern mit einer Fremdwahrnehmung, einer Fremdzuschreibung zu tun hat. Und das andere, was ich, also zwei Punkte, was ich noch ganz wichtig finde. Erstens sagten Sie so ganz bescheiden, Sie sind ja nicht dazu da, um Ratschläge zu geben. Jetzt bei dieser Produktion zum Beispiel. Und ich finde das schon. Also ich wundere mich immer wieder, und das hat wieder was mit der Tradition des politischen oder des sogenannten engagierten Films in Deutschland zu tun oder auch des politischen Theaters seit den 68ern vor allem, dass in bester Absicht Filme macht über sogenannte Minderheiten, aber nicht mit den Minderheiten. Das heißt, man macht einen Film über Sinti und Roma, man macht einen Film über Perser oder schwarze Menschen oder ich weiß nicht, Vietnamesen. Und man guckt sich das Produktionsteam an und es ist nicht ein schwarzer Mensch da drin, es ist nicht ein Sinti und Roma da drin und es ist nicht ein Perser da drin. Und dann denke ich, also kann man den Leuten ja irgendwie auch keinen Vorwurf machen, wenn die nur ein Klischee da von diesen Menschen bringen. Ich frage mich bloß, warum holt ihr euch, und das hat wieder was mit Respekt und Augenhöhe zu tun. Wenn ich als Regisseurin, oder auch wenn wir bei Label Noir, aber ich spreche jetzt mal von mir, einen Film machen wollen würde zu einer Gruppe, zu der ich jetzt nicht originär gehöre, also jetzt keinen Film über Deutsche, weil ich bin ja Deutsche, oder keinen Film über Schwarze, sondern sagen wir mal über Schwule. So, da würde ich nie auf die Idee kommen, da einfach was aufzuschreiben, was ich denke, was die Schwulen-Community ausmacht. Ich würde mir schon im Eigeninteresse, weil ich keine Lust habe, mich lächerlich zu machen, ich würde mir die ins Team holen. Und zwar einen Dramaturgen, einen Autoren, keine Ahnung, Berater, der mir einfach sagt, okay, Vorsicht, Klischee, so und so, so und so. Ich würde mir nie anmaßen, dass ich über die Leute besser Bescheid weiß, als die über sich Bescheid wissen. So, also das finde ich ganz wichtig. Ich finde es wichtig, dass die Leute auch mit einbezogen werden. Und zwar nicht nur, dass ihnen das vorgestellt wird, wenn das Konzept fertig ist, sondern dass die bei der Entwicklung mit einbezogen werden und nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und man dann noch sagt, ja, was wollt ihr denn jetzt? Jetzt machen wir schon einen Film für euch und jetzt auch wieder nicht richtig. Ja, und der letzte Punkt, der mir auch sehr wichtig ist, weil das Publikum angesprochen wurde,
ich glaube, das hatten Sie gesagt, wo dann so im Namen einer anonymen Masse, weil das Publikum ist ja meist anonym, vor allen Dingen im Film und im Fernsehen, im Theater hat man das ja noch live vor sich, aber dann wird immer gesagt, das verstehen die Leute nicht, das begreifen die Leute nicht, nee, das ist zu kompliziert, nein, das können wir denen nicht vorsetzen. Was mich einmal total wütend macht, weil ich denke, so dumm ist das deutsche Publikum nicht. Und auch die Leute, von denen man immer spricht, von sogenannten bildungsfernen Schichten, wo ich denke, also was ich auch übrigens einen sehr diskriminierenden Ausdruck finde, weil ich denke, wer ist denn bildungsfern? Also wer, das ist ein sehr elitärer Begriff auch, finde ich, und zeigt auch, dass das Theater und auch der Film in Deutschland sehr stark so vom Bürgertum besetzt wird, die sich selbst natürlich nie als bildungsfern bezeichnen würden. Und dann wird eben immer, ich kenne das auch sehr oft, ne, wenn einem dann gesagt wird, die und die Rolle kannst du nicht spielen, jetzt meinetwegen in dem und dem Film oder in dem Theaterstück, Romeo und Julia, da geht es ja um eine Liebesgeschichte, so wenn wir jetzt den Romeo schwarz besetzen, dann folgt keiner mehr der Liebesgeschichte, alle denken nur noch, warum ist der Romeo schwarz, dann müssen wir das erklären, so schwarz, 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 warum ist er schwarz? Und schon ist die ganze Message von dem Stück weg. Was ja eigentlich heißen würde, dass die Leute sich nicht auf der Menschseinsebene identifizieren können mit diesem Menschen, weil ich muss das dauernd machen, ich muss mich dauernd mit weißen Menschen im Film und im Fernsehen identifizieren und ich kann das auch. Also ich habe kein Problem, wenn ich eine Liebesgeschichte sehe, zu denken, das habe ich auch schon mal erlebt, ja, Trennung oder was weiß ich. Ich sitze auch nicht da und denke, oh, der ist weiß, der ist weiß, der ist weiß und ich nicht. Und warum können das dann nicht weiße deutsche Männer oder überhaupt weiße Menschen, obwohl das ja in anderen Ländern anders ist. Und darum wäre ich vorsichtig damit zu sagen, die Leute verstehen das nicht. Ich glaube, man versteckt sich auch viel hinterm Publikum. Und was ich so gerade als letzte Sache erlebt habe, wo mir das nochmal ganz deutlich wurde, da ging es um ein Werbecasting. Wir sind öfter angesprochen worden, wir haben eine anderthalbjährige Tochter, die sehr niedlich ist und die ist blond und blauäugig, Afro, aber ist halt ziemlich hell und blond und blauäugig. Und dann haben wir irgendwann mal gesagt, ja gut, also so ein Babycasting oder sowas, also wie sähe das denn aus? Also wenn man jetzt für eine Windelmarke oder so da Werbung macht und dann ist es eben so, dass man immer als Familie gecastet wird oder zumindest die Mutter mit dem Kind und dann sitzt man eben zusammen da und sagt, kaufen Sie diesen Babybrei oder wie auch immer. Und dann kam die Rückmeldung, das Kind würden wir nehmen, aber in Ihrem Falle würden wir eine andere Mutter dazu casten. Wäre das für Sie in Ordnung? Weil das verstehen die Leute nicht. Und da ist mir echt nochmal aufgegangen, ich gesagt, also man zieht es vor den Leuten, auch wenn es in dem Fall nur die Werbung, ja, aber das ist auch repräsentativ für unsere Gesellschaft. Also man zieht es vor, den Leuten eine Illusion zu verkaufen, weil ich bin ja die Mutter, ich habe die ja nicht adoptiert oder geklaut oder so. Ja, ich habe die ja selber gemacht. Das müsste man erklären. So, also man zieht es vor, denen eine Lüge zu verkaufen. Also sie glauben die Lüge eher als die Realität. Wobei aber das Argument immer ist, ja, das gibt's ja nicht real, darum können wir dich nicht so besetzen. Also da ist mir sehr viel klar geworden, auch für meine Arbeit im Film und im Theater, wo ja auch immer das Argument ist, du kannst es nicht spielen, weil die Schwester, deine Schwester, das ist die weiße Schauspielerin, das geht nicht. Gerade im Theater, wo ja Deutschland eigentlich das Land des Regietheaters ist, ne, wo man ja sonst alles Mögliche macht und in andere Zeiten versetzt und so. Aber das geht nicht, da wird plötzlich so ein Realismus gepflegt. Das heißt, ich könnte nicht die Mutter meiner eigenen Tochter spielen, die real meine Tochter ist. Und das ist ja auch eine deutsche Realität, dass es eben heute Deutsche gibt, wo der eine schwarz ist und der andere weiß. Mein Vater ist ganz schwarz, das ist ihr Großvater. Sie ist weiß. So, das ist Realität, aber das will man halt nicht sehen. Weil offiziell ist ja auch im Moment die Stimmung in diesem Land mit bestimmten Parteien, die erstarken oder so, gibt es halt ein ganz bestimmtes Bild davon, was ein Deutscher ist und wie ein Deutscher aussieht. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, zum Beispiel über welche nationalsozialistischen Opfer nicht geredet wird. So. Es gab zum Beispiel auch viele Afrodeutsche, die in den KZs ermordet wurden. Und das ist einfach, das ist immer noch nicht wirklich, also dass die wirklich als deutsch anerkannt werden, das hatten Sie ja auch gesagt. Wie lange muss man eigentlich hier sein,
wie viele Generationen, welches Stammbuch muss man vorlegen, bis man Deutscher ist oder Deutsche? Haben Sie eine Entwicklung beobachtet, während Sie die Medien beobachtet haben? Gibt es da Verbesserungen? Es gibt beides, es geht in alle Richtungen. Aber ich muss doch eins noch zu den Ratschlägen sagen. Als ich sagte, wir wollen keine Ratschläge geben, ging das, dachte ich mehr, wir wollen keine politisch korrekten Vorgaben geben. Wir wollen auch nicht anfangen, jetzt als Zensor für gute und schlechte Filme aufzutreten. Wir bewerten die zwar, aber wir würden uns in der Rolle des Zensors nicht unbedingt wohlfühlen. Was die Entwicklung angeht, ja, da gibt es eine ganze Reihe von neuen Figuren auch in Serien. Es gibt jetzt eine Serie, die heißt Lissabon-Anwalt oder irgend sowas. Lissabon, habe ich vergessen, wie das heißt. Ein deutscher Anwalt, glaube ich, der in Lissabon, Staatsanwalt, der in Lissabon irgendwie gelandet ist, und seine Assistentin ist Romney, die Jura studiert hat und dann ihr Referendariat oder irgendwas Praktikum bei ihm macht, und auf einmal ist da eine Frau, Romney, aus einem sehr traditionellen Roma-Milieu auch in Portugal, und tritt als Juristin auf. Immerhin eine neue Figur, also da passiert was. Es gibt Anfragen von verschiedenen Sendern, dass was passiert. Das, was die Ratschläge angeht, ich muss es doch nochmal sagen, natürlich geben wir Informationen, natürlich versuchen wir dann auch zu sagen, bitte... Lass die Finger davon. das nicht, sondern also, wenn schon Film, dann in so einem Kontext... wenn es geht, nicht noch pädagogisch werden. Also das wird dann sowas von langweilig, das schlägt ja fast auf die ganze Minderheit zurück. Die wird dann für die Langeweile im Fernsehen verantwortlich gemacht. Ich glaube, das, was das Fernsehen wirklich so lähmt, ist diese Gebühreneinzugszentrale oder wie das heißt. Also die kriegen ja ihr Geld, egal was sie produzieren. Ne? Das ist ja, und das andere, was mich bei der Beschäftigung auch mit Filmen manchmal so ein bisschen... aber das ist eine Verschwörungstheorie. Ich habe das Gefühl, da gibt es eine Filmmafia. Mhm. Da sitzen Leute in den Jurys drin bei der Filmförderung, die gleichzeitig aber auch in den Sendern sitzen, die gleichzeitig aber auch fürs ARD Filme wieder in das ARD-Programm reinpacken. Mhm. Und die kennen sich wahrscheinlich alle ziemlich gut. Also man weiß auch, was wohin und woher kommt. Und die Filmproduktionsfirmen, die fürs Fernsehen produzieren, die müssen dann natürlich auch diese Kontakte permanent pflegen. Ich weiß nicht, wie man da, ob es da eine, da gibt es sicher auch eine alternative Kultur daneben, aber diese Fernsehkultur scheint mir doch sehr besetzt zu sein von traditionellen Filmproduzenten, die einfach das produzieren, was dann auch abgenommen wird. Würden Sie da zustimmen? Ja, es ist tatsächlich sehr kompliziert, weil da müsste man, also alle sind unzufrieden in der Filmbranche. Mhm. Ja. Also die Produzenten würden da wahrscheinlich auch zustimmen, viele, dass die Gelder immer nur an bestimmte Produktionen gehen, ganz unabhängig von den Geschichten. Was ich aber, weil du auch noch, Sie, du, okay. darüber gesprochen wurde, welche Geschichten gehören denn jetzt nun zu Deutschland? Ne? Also ich finde, dass erst jetzt klar wird, dass das Land in einer Art Identitätskrise ist. Total. So. Und ich finde, wenn, also man kann es ja auf den Menschen zurückführen, wenn man sich selbst nicht kennt, ja, dann hat man ja Angst vor allem anderen. So. Und ich habe das Gefühl, oder ich habe immer gesagt, Haus ohne Dach ist eine Geschichte aus Deutschland. Zwar sind das Geschwister, die hier aufgewachsen sind, die leben seit 20 Jahren in Deutschland, die sind hier aufgewachsen, sie müssen aber den Wunsch ihrer Mutter erfüllen und sie in der Heimat in Kurdistan beerdigen. Sie sprechen den ganzen Film über Deutsch. So. Zu Hause sprechen sie Deutsch, mit ihrer Mutter aber Kurdisch. So. Und ich habe immer gesagt, das ist aber ein Teil der deutschen Geschichte. So. Und das wurde aber immer als exotisch irgendwie verkauft. Ja, als wäre es irgendwie irgendeine Welt in Deutschland, die irgendwo existiert, aber nicht dazugehört, aber irgendwie schon, weil es ist halb. Und für mich ist das ein Teil der deutschen Geschichte. Ja, genauso wie die ganzen Gastarbeiter ein Teil der deutschen Geschichte jetzt sind, in der dritten Generation schon. So.
Und bis heute wissen wir aber nicht, wie wir uns nennen sollen. Also ich hänge auch an meinem Kurdischsein, hänge ich entweder das Deutsche oder an meinem Deutschsein das Kurdische. So. Und das Problem ist viel tiefgehender. So. Das hat für mich was mit der Identität zu tun. Und bis jetzt ist noch nicht angekommen, dass Deutschland es wird jetzt erst darüber gesprochen, dass es ein Migrationsland ist. Jetzt erst kommen diese Begriffe auf, wo ich mich frage, habt ihr alle geschlafen? Oder wie sind teilweise Leute in der dritten Generation hier und die werden noch als Gäste behandelt, die nie nach Hause gegangen sind. Ja, das war der Wunsch, dass sie nach Hause gehen. So ist nicht passiert, was nun? Ja, und jetzt spiegelt sich das überall wieder. Ja, das spiegelt sich in den Medien vor allem wieder. Das ist ja das Bild, was sozusagen gelebt wird, meiner Meinung nach. Ja? Und ich bin froh darüber, dass es eben dass es so klar ist. Hm. Ja? Und das ist eben genauso wie mit der AfD. Ich bin froh, dass die AfD gewählt worden ist in der Form. Weil jetzt klar ist, hört sich jetzt bescheuert an, jetzt wird es klar, jetzt hat es eine Zahl, jetzt hat es eine Form. Jetzt sieht man das. Ja? Vorher war es nur so ein schummriges Etwas. Ja? Alles unterm Bett, alles ist irgendwie so. Und jetzt kann man damit umgehen. Jetzt kann man eine Lösung suchen und jetzt kann vielleicht Deutschland ja, in der Politik dazu kommen, dass es eine neue Identität braucht. Politisch, gesellschaftlich, kulturell, als auch wie auch immer. Ja? Und das ist die Frage, die mich beschäftigt, so, wenn ich mich damit auseinandersetze, warum ist das in der Filmlandschaft so? Warum ist das in der Fernsehlandschaft so? Und dann ist meine Antwort darauf, das sind Parallelgesellschaften hier in Deutschland, das ist kein Eins. Das sind Parallelgesellschaften, das sind parallele Welten, die irgendwie koexistieren, aber nicht eins sind. So. Aber das war schon immer so. Ja, klar war das schon. Ja, klar war das schon immer so, aber ich würde gerne eine Frage in die Runde werfen, wer schneller antwortet, gewinnt. Ist es ein wirklich nur ein deutsches Problem? Denn ich erinnere mich an zahlreiche amerikanische Hollywood-Filme, weltweite Kassenschläger, wo die böse Figuren entweder aus Kurdistan kommen oder aus Irak kommen oder Iraner sind, die nicht wirklich gut Persisch sprechen, wenn sie die Bombe explodieren lassen wollen, oder Russen oder Japaner. Also damit sind wir alle, glaube ich, aufgewachsen mit sehr vielen es gibt eben auch das andere. Also in Amerika gibt es ja auch Rassismus, da brauchen wir uns ja nicht drüber zu unterhalten. Und natürlich gibt es auch Klischees im Theater und Film. Aber es gibt eben auch das andere. Es gibt eine Serie wie How to Get Away with Murder. Ich weiß nicht, ob einige von Ihnen das kennen, wo man eine schwarze Anwältin hat. Da geht es um eine Anwältin, die mit ihren Jurastudenten Fälle löst. Und es geht, ich habe die ganze Serie gesehen, es geht nicht einmal darum, dass sie schwarz ist. Es ist völlig egal. So, es geht um diese Frau und ihre persönlichen Struggles, die nichts mit ihrer Hautfarbe zu tun haben, sondern einfach ihre Ehe und ihre Beziehung zu ihren Studenten. So. Das gibt es eben auch. Und ich glaube, es ist so ein bisschen die falsche Frage zu fragen, gibt es woanders auch Klischees oder Rassismus, weil es gibt keinen Raum auf der Welt, der frei ist von Rassismus oder von Klischees. Aber wie viele Alternativen gibt es oder wie groß ist die Gegenbewegung und wie viel Macht haben die? Und es gibt zum Beispiel in Amerika einen Film jetzt wie Black Panther. So, das gibt es eben auch. Ich habe den gesehen, wir hatten in Berlin ein ganzes Kino gemietet sozusagen mit 300 schwarzen Menschen. Und das war ein Wahnsinnserlebnis, diesen Film zu sehen, weil man da eben auch bei ganz vielen Stellen lachen muss und halt so viel aus seinem Alltag wiedererkannt hat. Und gleichzeitig hat mich das auch unheimlich traurig gemacht, muss ich sagen, weil ich mir das angeguckt habe und dachte, ich bin im falschen Land geboren. Ja, ich bin meilenweit als Schauspielerin, meilenweit davon entfernt oder als Produzentin oder als Regisseurin. So einen Film, also wir haben den Stand hier gar nicht. Das ist vielleicht in 100 Jahren, vielleicht meine Enkel vielleicht erleben es noch, aber also ich habe das Gefühl, wir sind da, wo die in den USA in den 60ern waren. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, was du gesagt hast mit dieser Identitätskrise, weil die Frage ist, also ich zum Beispiel habe irgendwie gar kein Problem, mich zu benennen, sondern das Problem wird halt von außen an mich, also auf mich rübergestülpt. Und in dem Moment
habe ich dann ein Problem, wo es zum Problem gemacht wird. Und die Frage ist zum Beispiel mit dem Migrationshintergrund, was ist zum Beispiel ein Migrationshintergrund? Gerade in Deutschland, ich glaube, kein anderes europäisches Land hat so viele Grenzen zu anderen Ländern, direkte Grenzen wie Deutschland. Ich glaube, 9 Grenzen mit England, wenn man das dazu zählt, 10. Das heißt, fast jeder hat mindestens in der Großelterngeneration irgendjemanden, der von woanders hergekommen ist. Die Leute werden aber nicht als migrantisch wahrgenommen. Und darum nochmal, es ist mir total wichtig, es geht meistens nicht darum, ob hier jemand fremd ist oder nicht oder ob der tatsächlich einen Migrationshintergrund hat, weil streng genommen haben Sie vielleicht einen Migrationshintergrund oder Sie, aber wir beide haben einen Vordergrund, so, das ist der einzige Unterschied. Die meisten Deutschen haben einen Migrationshintergrund und bei uns sieht man es, dass ein Teil unserer Vorfahren nicht seit 1000 Jahren am Rhein gesiedelt hat. So. Und das erstmal anzuerkennen, dass nicht erst seit der sogenannten Gastarbeiter oder der Soldaten der amerikanischen und französischen und englischen im Zweiten Weltkrieg, sondern viel früher Deutschland ein Migrationsland war. Meine Großeltern von der weißen Seite sind migriert, die sind geflüchtet, das waren Flüchtlinge. Und dann sind sie nochmal vom Osten in den Westen migriert, vom Mauerbau. Also das ist in Europa und auf der Welt, aber vor allen Dingen in Europa und vor allen Dingen in Deutschland ein Phänomen, was zu unserer Geschichte gehört, wie die Teilung und das Dritte Reich und Walter von der Vogelweide. So, das ist nichts, was erst mit anders aussehenden Menschen hierher gekommen ist. Und dahinter steht die Frage, wer ist hier fremd, wer ist heimisch, wer ist ein Deutscher, wie sieht ein Deutscher aus und das, was du auch gesagt hast, welche Geschichten werden erzählt, welche Geschichten gehören zu Deutschland, welche Familien gehören zu Deutschland, habe ich mich gefragt, nachdem man meine Tochter und mich nicht zeigen wollte als Familie. Welche Familien gehören hierher? Und es passiert langsam was, aber mir fällt zum Beispiel auch auf, als schwarze Mutter eines hellgelesenen Kindes, wenn ich dann mal eine schwarze Person sehe in irgendeinem Werbung oder Zusammenhang, dann ist die oft mit einer anderen schwarzen Person zusammen. Und zum Beispiel unsere Familie ist gemischt. Wir haben schwarz-braun, alles so. Ich sehe das nicht. Ich sehe mich nicht abgebildet. Sehe ich nicht. In den Kinderbüchern nicht, im Film nicht, im Theater nicht. Aber wir existieren, ja, wie Sie schon sagten, und wir sind nichts Exotisches. Wir sind eigentlich die Norm. Es ist gerade ein Spiegelartikel erschienen, der meiner Meinung nach ein Meilenstein ist, wo gesagt wurde, mit Statistiken belegt, die über die Mehrheit der Deutschen haben einen sogenannten Migrationsvordergrund. Es ist, wir sind mehr, wir sind die Mehrheit. Also wir sind gar keine Minderheit. Und trotzdem werden wir jeden Tag wie eine Minderheit behandelt. Ja. Zweite Frage ist bei mir, wo kommst du her? Wo kommst du her? Genau. Bei meiner Tochter ist es jetzt, meine Mutter wurde immer gefragt, ist die adoptiert? Also meine Mutter ist weiß. Ach, das ist ja toll, dass sie die adoptiert haben und was weiß ich. Darauf war ich auch nicht vorbereitet. Ne, ich werde ständig für die Nanny gehalten. Sind Sie die Nanny? Beim Kinderarzt. Wir haben das nicht so gerne, wenn immer das Kindermädchen mitkommt. Also ich sage, und das hat nichts mit Bildung zu tun, das hat nichts mit Fremdsein zu tun, weil ich denke, ich würde es noch verstehen, wenn ich die erste Schwarze bin, die derjenige hier sieht. Ich denke, also guck, geht doch mal auf die Straße hier, an jeder Ecke ist ein Dönerladen, an jeder Ecke ist irgendjemand schwarz, asiatisch oder sonst was. Es ist nicht fremd, come on, also es ist nicht weiß, aber es ist nicht fremd. Ich würde gerne hier die Frage sozusagen weiterführen. Womit glaubt ihr beide, das zu tun hat? Mehr mit Angst vor Fremde, etwas verlieren, was deutsch ist, was für Deutschland steht, oder warum? Also kein Mensch weiß, was für Deutschland steht. Also ich bin mit dieser Frage nach deutscher Identität immer überfordert. Ich bin Hesse. Das kann ich noch ein bisschen nachvollziehen. Ich bin Friedberger, da weiß ich ungefähr, was ich bin. Aber Deutsch ist schon ein bisschen sehr, sehr weit gegriffen, weil was ist gemeinsam zwischen Ostfriesen und Franken, Bayern oder irgend sowas? Da gibt es kaum einen gemeinsamen Nenner. Die Deutschen sind jetzt übrigens
die haben ja auch einen Migrationshintergrund, auch wenn sie schon 600 Jahre hier sind. Und nach dem wird immer gefragt, egal welche Veranstaltung, das können Akademiker sein, die total bildungsnah sind, sie können da erzählen, was sie wollen. Die Frage, die immer kommt, woher kommen sie eigentlich? Und bei den deutschen Sinti gibt es ein paar People of Color, die sehen wirklich aus, als wären sie gerade irgendwie eingewandert. Aber es gibt Leute, die sind blauäugig, blond, die sind heller als ich. Also was People of Color angeht, wir haben jetzt weiße Hemden an. Das ist ja sehr, ist ja ein weites Spektrum. Eigentlich gibt es keine Weißen. Also ich habe noch keinen gesehen, der wirklich weiß wäre. Trotzdem wird man Sie nicht fragen, wo Sie herkommen. Mich fragt man nicht. Aber Sinti fragt man auch, wo sie herkommen, egal wie sie aussehen. Und das war ja eins der Probleme der Nazis übrigens, dass die gar nicht wussten, kann man den oder den oder den als Sinto erkennen. Da mussten genealogische Forschungen angestellt werden, um dann überhaupt festzustellen, der gehört dazu oder der gehört nicht dazu. Also diese Frage nach dem Aussehen ist ein Aspekt, aber er ist nicht der einzige. Ich glaube, das, was uns hier in so große Verwirrung stürzt, ist dieses Konzept von Homogenität und Nationalstaat, das ein uraltes Konzept ist, das eigentlich längst überholt ist. Aber was haben wir? Wir haben jetzt wieder den Begriff Heimat. Auf einmal reden alle möglichen Leute über Heimat, die gleichzeitig alle Instrumente dafür benutzen, um die Globalisierung, Vulgo-Kapitalismus wirklich voranzutreiben, die gnadenlos alles platt machen, was nicht reinpasst. Also die Konditionen für Griechenland sind gnadenlos gewesen. Da wird Globalisierung wirklich benutzt und gleichzeitig reden dieselben Leute über Heimat auf einmal. Wir haben einen Heimatminister, good Lord. Also da wird versucht, so eine Homogenität herzustellen, und um die herzustellen, braucht man die anderen. Da braucht man die Farbigen, da braucht man die Ausländer, da braucht man Sinti und Roma. Und da habe ich sogar das Gefühl, mit Sinti und Roma kann man wirklich alles machen. Denen kann man alles zuschreiben, da gibt es wenig Widerstand. Mit denen kann jeder Regisseur, jeder Drehbuchautor Dramen schreiben. Ja. Und deshalb denke ich, muss man wirklich überlegen, wie kann man eigentlich dagegen angehen. Man kann, also das ist das, was wir so berufsmäßig tun, wir machen dann Krawall. Manchmal gibt es auch ein positives Echo, manchmal bleibt es aus. Und das Fernsehen ist ja nicht nur Spielfilm und Featurefilm, da kommen auch Dokumentationen. Mhm. Spiegel TV in diesem Privatfernsehen bringt Dokumentationen zum Thema Sinti, Roma und Kriminalität, da fallen einem die Zähne aus. Die sind sowas von schlecht recherchiert, rassistisch und wirklich mit einem ganz dezidierten Anspruch, Sinti und Roma als Kriminelle darzustellen. Ne? Und das geht im Fernsehen einfach durch, da passiert nichts. Da muss man aber auch, würde ich einfach auch nur als Verteidigung für Fernsehen sagen, dass man nicht alle über, dass wir hier nicht jetzt alle Produzenten und alle Redakteure im Fernsehen über einen Kamm scheren und sagen, das ist nur schlecht recherchierte Dokumentarfilme gemacht, denn ich kenne auch zahlreich wirklich gut recherchierten Guten, aber natürlich gibt es die einen, auch. Dann gibt es einen, der ganz schlechte macht. Aber nein, ich sagte vorhin, ich widerspreche gar nicht. Ich sage nur, doch, haben Sie. Nur, nein, ich widerspreche nicht. Ich sage nur, wenn wir sagen, auf den Spiegel Fernsehen, schimpfen, dann nein, sollen nein, wir nein, ich habe keinen, ich kenne niemanden vom Spiegel, wirklich. Ja. Aber wenn wir sagen Fernsehen, muss man auch, finde ich, vorsichtig sein, jetzt die ganze, auch nein, viele das, Dokumentarfilmemacher, Drehbuchautoren, Redakteure, die wirklich sich Mühe geben und auch gute Filme zu machen, die gibt es auch. Die gibt es auch, ich habe vorhin gesagt, das geht in verschiedene Richtungen. Und was mich wirklich überrascht hat, Deutschland sucht den Superstar, ein Format, das ich nicht unbedingt täglich anschaue, aber in dieser Serie, ich glaube, da laufen ja schon eine endlose Menge an Staffeln, ich höre von Sinti, jungen Sinti, dass bei jedem Casting sind Sinti eingeladen, die irgendwie sich bewerben und die dann eingeladen werden, und ich glaube, in 3, 4, 5 Fällen sind die ins Finale gekommen, also da... wie hieß die eine, Sarah Kreuz, vor 2 Jahren beim Finale und hat nur ganz knapp,
ganz knapp verloren und da kommen Leute rein und da ist offensichtlich auch, ja, da ist einer, der da drauf guckt und ich fürchte fast, das ist Dieter Bohlen, der irgendwie drauf guckt und da Leute reinnimmt und sagt, die sind gut, die werden da. Aber das zeigt ja auch, dass es nicht normal ist, ne? Wenn man drauf gucken muss oder wenn man sich daran erinnert und sagt, ah, da war vor 2 Jahren einer. Vor 5 Jahren einer, also hört man dann auch auf bei Schwarze, ah, ich kenne aber einen in, keine Ahnung, im Staatstheater XY, ist schwarz. Ja, ne? Okay. Dann ist noch die Frage, welche Rollen spielt der und so weiter. Aber das zeigt ja, dass es... Das ist, also, ist eine echte Ausnahme. Weil man soll nicht ungerecht sein, auf jeden Fall. Aber ganz ehrlich, also zumindest eben Dokumentation kenne ich mich nicht so aus, aber mein Metier, Film und Theater... Ich müsste jetzt echt nachdenken, wo ich eine deutsche Serie oder einen deutschen Film, angefangen von Willkommen bei den Hartmanns oder Lindenstraße. Wo ist noch ein Schwarzer aufgetreten? Also wirklich, mir fällt nichts ein gerade, wo ich sagen würde, gut, das ist eine tolle Ausnahme. Es gab mal so eine Krimiserie, der Alte oder so. Oder so ja. Der, ne, da. Ja, das war vor meiner Zeit und ich kann mir nicht vorstellen, dass da eine schwarze Staatsanwältin war. Aber das ist genau der Punkt. Also ich würde mir auch wünschen, dass in der ganz normalen Serie mal Sinti oder Roma zum Beispiel als Bankkaufleute oder so hinterm Tresen stehen oder so. Das ist noch nie passiert. Das wird wohl auch so schnell nicht passieren. Aber die Entwicklung ist schon da. Vielleicht geht es in die Richtung, das denke ich auch, Deutschland ist, was diese Entwicklungen angeht, immer hinterher. In England hat jetzt Peaky Blinders, diese Serie da, The Gangs of Birmingham, hat den British BAFTA-Preis gewonnen. Mhm. Ist eine Gangster-Serie, The Gangs of Birmingham. Da gibt es eine jüdische Mafia, da gibt es eine italienische Mafia, da gibt es eine Gang, bei der man, ich habe die ganzen Folgen gesehen, da gibt es eine Gang, bei der man erst in der zweiten Folge irgendwie mitkriegt, oh, das sind Gypsies, Roma, und da geht es um alles Mögliche, also sehr aufregende Geschichte und kann ich mir im Moment im deutschen Fernsehen, es ist auf Arte ausgestrahlt worden, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass sowas in Deutschland produziert wird. Dauert noch ein bisschen. Es dauert auf jeden Fall, aber die Tendenz ist da, also der Wunsch sozusagen auch, gerade im Serienbereich, da wird auch sehr viel nachgeahmt, ne? Deswegen ist Deutschland immer so langsam. Es kommt dann nicht von selbst, wenn man der Überzeugung ist, es wird immer abgewartet, weil das ist ja Sicherheit. Ne? Man guckt da erstmal hin, okay, wofür interessieren sich die Zuschauer? Ja? Jetzt muss man irgendwie hinterher, man muss immer hinterher, es kommt nicht von alleine. Es gab jetzt aber eine Serie, also Bad Banks von Christian Schwocho zum Beispiel. Das ist eine der besten deutschen Serien, die ich gesehen habe. Und da ist es mir tatsächlich aufgefallen und ich dachte, da kommt nämlich eine Vietnamesin vor und es spielt alles in der Bankerswelt. Ja? Es kommt eine Vietnamesin vor und es kommt auch einen Türken, das ist ein Freund, der Schauspieler von mir, der spielt, glaube ich, aber einen Türken in der Serie. Der ist Perser. Da war es so, dass ich zum ersten Mal das Gefühl hatte, so, okay, aber es hat so was sehr Jugendliches. Ne? Es ist der Regisseur ist, glaube ich, auch schon Anfang 40 oder Mitte 40, aber es ist so eine neue Welle, ne? Wo ich das Gefühl habe, okay, da wird eben nicht drauf gezeigt, jetzt weil die Vietnamesin ist, hat sie es ganz schwer gehabt und muss irgendwie, ist so ein asiatisches Arbeitstier oder sowas, ne? Dieses Klischee wieder, sondern da wurden einfach so eine Art Bankerswelt gezeigt, wo viele Leute zusammenkommen, ja, und diese Konflikte irgendwie zu lösen haben. Und das Drama kommt von ganz woanders. Ja, das Drama kommt eben nicht aus den Hintergründen der einzelnen Leute, wenn man sich derer Geschichten bedient, um das Drama sozusagen aufzubauen, sondern es sind gut geschriebene Drehbücher, ja, wo es um universelle Geschichten geht, wo es um Verrat geht, um Freundschaft, um Liebe. Ja. Und das ist auch das, was den Zuschauer irgendwie von dieser Serie überzeugt hat. Die ist international so verkauft worden, eine der besten deutschen Serien gerade. So. Und da merkt man halt auch, irgendwie schlafen alle noch ein bisschen.
ja, was den deutschen Fernseh, Film, also ne, Kinofilm angeht, was die Serie angeht. Und jetzt, da Video on Demand irgendwie das Überwort für alles ist, was man heutzutage entwickelt und filmen will oder drehen will, guckt man jetzt dahin, ob das Amazon ist, ob das Netflix ist, ob das vorher war es irgendwie Sky noch, was selbst produziert hat ein bisschen, aber es ist gut, aber daran merkt man einfach, ja, es braucht Zeit, vielleicht nicht 100 Jahre, vielleicht ein bisschen mehr, ja, aber das ist genauso wie mit den Frauen zum Beispiel, ja, als wären Frauen auch irgendwie eine ethnische Gruppe, ja, ich höre das jetzt auch voll oft in letzter Zeit, wir suchen eine weibliche Regisseurin. Okay, wir waren die ganze Zeit da, warum habt ihr uns vorher nicht gesucht? So, warum jetzt? So, weil wegen MeToo-Debatte oder was? Weil es jetzt irgendwie darum geht, Ausgleich, so, ich bin keine Quote, das will ich auch nicht sein. Ich bin eine gute Regisseurin, ich bin eine gute Autorin, ich bin eine, wisst ihr, was ich meine? Also das ist einfach, jetzt eine Quote zu erfüllen, ist auch nicht unbedingt geil. Also das heißt ja dann nur, man wurde irgendwo hin platziert, ja, nicht, weil man gut war oder weil man Geschichten aus einer bestimmten Perspektive erzählen kann, weil man ein Reichtum ist für bestimmte Dinge und was mitnimmt, sondern weil man benutzt wird. Das ist kein gutes Standing, wenn man für Dinge benutzt wird. Und so geht es halt auch vielen Schauspielerkollegen von mir auch. Sie werden benutzt. Sie werden nicht irgendwie integriert in eine Arbeit, wo ihre Meinung gewertschätzt wird, weil sie aus dem und dem Hintergrund kommen, weil sie vielleicht Figuren auch bunter erzählen können, sondern so, ne? Du wirst dann so dahin platziert, wie so eine Art, keine Ahnung, Flasche. So. Und das ist das Problem. Und ich bin halt immer noch der Meinung, das Problem existiert, also koexistiert. Es gibt leider auch sehr wenig Leute mit Migrationshintergrund. Ja, Vordergrund. Mit Migrationsvordergrund, Hintergrund, die tatsächlich auch in der Film- und Kunstwelt arbeiten. Ja. Ja, aber das ist ja auch ein Teufelskreis. Ja. Also an der Schauspielschule wird dir gesagt, das war ganz toll, aber wir können dich nicht aufnehmen, weil für dich gibt es keine Jobs, für dich gibt es keine Rollen. Ja, deswegen sage ich ja. Ja, genau. Dann die Agenturen, dann die Produktion sagen wieder, ja, wir hätten ja gerne einen schwarzen Schauspieler genommen, aber wir haben alle Agenturen durchgesucht, da war keiner. Ja. Die Agentur sagt dir, wenn du eine suchst, ja, wir finden dich ganz toll, aber wir können dich nicht verkaufen. Wir sind ja nicht das Deutsche Rote Kreuz, ja, wir wollen ja Geld machen. So. Ja. So, und jeder schiebt die Verantwortung auf den anderen und darum, also ich persönlich glaube auch nicht so daran, ja, wir schlafen und wir haben es noch nicht kapiert. Ich glaube, das ist eine ganz schön bewusste Entscheidung, weil die Leute sind auch einfach, die da in den Schlüsselpositionen sitzen, auch einfach oft zu schlau und zu, also das, so, ich kann nicht daran glauben, es haben viele Akademiker in der Kunsttheorie Deutsche mit Migrationsvordergrund, Wissenschaftler, Bücher darüber geschrieben, ob das gerade Kilamba ist, ob das Mey Ayim war oder andere, die wirklich Standardwerke dazu geschrieben haben. Es ist alles bekannt, man muss nur hingehen, es sich durch, man muss nur offenen Auges durch die Welt gehen. Und also ich glaube, dieses, ja, und wir schlafen noch und wir haben es noch nicht kapiert. Nee, ich glaube, das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Wer repräsentiert mit welchem Gesicht die deutsche Kultur? Im Film, auf einer Bühne, in der Werbung. So, weil daran knüpft sich ja, wer ist deutsch. Und das ist übrigens auch der Unterschied zu Amerika oder England, die auch ihren Rassismus haben. Aber es würde nie jemand in Frage stellen bei einem schwarzen Amerikaner, dass der Amerikaner ist. Also und sagen, wo kommst du eigentlich her? So, also das ist... Und das ist auch der Unterschied, also wir sind ja auch sehr oft in Amerika und arbeiten da, mein Mann und ich, und da fragen die Leute auch sehr häufig, da musste ich dran denken, als Sie das vorhin erwähnten, einfach weil es ein großes Land ist, wo kommt ihr her? Und weil man auch natürlich hört, dass wir nicht Amerikaner sind. Der Unterschied ist, wenn ich sage aus Deutschland, wird halt nicht weitergefragt. Also wird nicht gefragt, nein, wo kommst du wirklich her und wo hast du so gut Deutsch sprechen? Sondern es ist, ah ja, Heidelberg. Die meisten sagen tatsächlich, Heidelberg ist so schön und Schloss Neuschwanstein und so. Und das war's. So, ne? So, die sagen nicht, oder sagen die, oh, your daughter is so white, how is that possible? And oh my God, she has blue eyes. Und niemand kümmert sich darum. So, und das ist halt der Unterschied. Ich habe kein Problem damit, wenn ich gefragt werde, wo ich herkomme. Aber ich habe ein Problem damit, wenn die Antwort nicht akzeptiert wird. Und
ja, nochmal, also es ist, wir spekulieren ja alle nur, wir wissen es nicht, wie Sie richtig sagt, man würde den Nobelpreis gewinnen, wenn man es wüsste. Aber ich glaube nicht, dass das daran liegt, dass man das noch nicht mitbekommen hat oder so. Oder dass, ja, ich glaube, das ist eine bewusste, also zum überwiegenden Teil. Es mag einige wenige geben, wo das so ist, aber die sind dann oft auch sehr einsichtig und auch gerade diese Rechtfertigungsstrategien, von denen Sie vorhin sprachen und diese Diskussion und nein, und das ist aber so und wir haben das aber nicht so gemeint und das deutet meistens darauf hin, dass das eine sehr bewusste Entscheidung ist. Herzlichen Dank, herzlichen Dank an alle. Ich würde mit dieser schönen Erklärung am Ende jetzt die Runde öffnen und die Zuschauer bitten, wenn sie Fragen oder Erklärungen haben, sich melden. Einfach die Hand heben und Herr Gillmann gibt das Mikrofon weiter. Da ist ein Dame. Dankeschön. Ja, das ist ein sehr breites Spektrum von Ansichten und Sichtweisen. Das ist schwierig, spontan das jetzt zusammenzufassen, was jetzt mein Eindruck ist von Ihren Aspekten. Ich komme aus einem ganz anderen Bereich, ich kann Ihnen aber in vielen zustimmen. Ich komme aus dem Entwicklungshilfebereich, habe viel im Ausland gelebt, in Südamerika teilweise und auch in den USA gelebt, studiert. Jetzt komme ich zuletzt, Sie waren ja gerade da, haben das nochmal dargestellt. Wir Deutschen haben natürlich, und je länger ich jetzt im Ruhestand bin und hier wieder zurück bin und hier das alles miterlebe, die Diskussion, und deswegen bin ich heute auch hierher gekommen, um das mal für den Film- oder Künstlerinnenbereich zu sehen. Wir haben natürlich ein besonderes Problem. Wir können nicht so locker mit umgehen, wie zum Beispiel die Briten. Meine Frau ist Britin, ich bin deswegen auch viel in London. Ich sehe dort die Welt, wie es dort multikulturell zugeht und auch wie locker man damit eigentlich umgeht, dass es eine Normalität ist. USA ist auch eine Normalität, das ist ja ganz klar, es kommt aus deren Geschichte. Es hat jetzt mit Rassismus, also das ist jetzt eine Brücke zu Rassismus. Warum gibt es jetzt dort noch diesen Rassismus? Sie haben das sehr positiv wahrgenommen, aber es gibt einen unglaublichen Rassismus dort. Wie ist der zu unterscheiden? In den USA gibt es unheimlich viel Rassismus. Ja. Wie ist der zu unterscheiden zu unserem Rassismus, der jetzt so an die Oberfläche gespült wird? Und da stimme ich Ihnen völlig zu, dass ich also auch das jetzt so wahrnehme, es war wichtig, dass wir die AfD mal haben, um zu sehen, was da für ein Grundgefühl in unserer Gesellschaft ist und wie schlecht wir damit umgehen können. Und wir müssen damit umgehen. Aber wenn ich dann gleichzeitig im Zusammenhang mit diesen NSU-Prozessen oder auch jetzt mit diesem Solingen-Attentat, was 25 Jahre her ist, die Protagonisten, also die Opfer oder die Vertreter der Opfer, nach 30 Jahren, ist mir mehrmals aufgefallen, nach 30 Jahren noch nicht mal in der Lage sind, in einem einfachen Deutsch, in irgendein paar Sätzen was zu sagen zu den Deutschen, dann finde ich das auch schon, das ist natürlich ein Ergebnis von unserer Politik, dass wir es verfehlt haben in den letzten 30, 40 Jahren. Wen meinen Sie jetzt mit Vertreter der Opfer? Ja, die Hinterbliebenen der Opfer. Die Hinterbliebenen der Opfer von dem Solingen-Attentat, wo dann ein türkisches Gebäude, wo dort fünf Frauen ums Leben gekommen. Aber was hat denn das Attentat mit den Deutschkenntnissen der Hinterbliebenen? Nee, ja, die leben seit über 30 Jahren in Deutschland und schaffen es nicht in einem einfachen deutschen Satz. Ja gut, das ist ja eine Sache. Und die andere Sache ist der Mord an fünf Menschen. Und ich kann Ihnen nur sagen, ich spreche perfekt Deutsch. Ich spreche nicht über Sie. Und ich werde aber auch bedroht. Genau wie diese Leute, die kein Deutsch können. Daran liegt es nicht. Es liegt nicht daran, wie gut jemand Deutsch kann. Ich habe so viele amerikanische, schwedische, norwegische Freunde, die ich über alles liebe. Mein Mann ist Schweizer. Bei den meisten von denen muss man sagen, ob ich das gut finde, ist eine andere Sache. Aber gerade bei den amerikanischen Freunden, die können teilweise kein einziges Wort Deutsch. Die haben noch nie... Das wollte irgendein, ich doch. Ja, aber Sie dürfen. Ich wollte die Versäumnisse. Vorsicht, ich sage bloß, das in einem Atemzug zu erwähnen, ist, ich weiß, was Sie meinen, aber es ist sehr gefährlich, dass man sagt, einerseits das, aber die können ja auch immer noch kein Deutsch. Nein, das ist unsere Verfehlung. Die Gründe dafür kenne ich nicht.
aber das in einem Atemzug zu erwähnen mit diesen mangelnden Deutschkenntnissen sind kein Grund dafür, warum man in diesem Land angegriffen wird. Ich war nicht mehr bei Ihnen, ich war bei unseren Verfehlungen, warum das heute so ist, dass hier Leute 30 Jahre leben und keine Deutsch, die haben jetzt erst, denkt die deutsche Regierung daran, Unterstützung zu geben, kostenlose Deutschkurse zu machen, weil sie gemerkt haben, dass sie eben ein Einwanderungsland sind und dass sie der erste Schritt ist, erstmal sich im Land zu integrieren, ist, dass man ein bisschen was von der Sprache versteht. Ich habe die letzten 3 Jahre meiner Berufswahl in Afghanistan gearbeitet und musste da auch noch mal Dari lernen, obwohl ich wusste, dass ich nicht sehr lange da bleiben muss. Aber einige einfache Sätze, ich meine, es sind ja mehrere Aspekte. Ich will jetzt gar nicht das alles, ich habe ja auch gesagt, es ist ein sehr breites Spektrum und ich kann nur ein paar Punkte rausgreifen. Und das andere, was mir jetzt auch noch aufgefallen ist, weil ich wahrscheinlich lange in Südamerika gearbeitet habe oder auch in anderen Ländern war, würde ich nie zum Beispiel Sie als Schwarze bezeichnen oder auch bei Ihnen die Frage stellen, wo kommen Sie her oder bei Ihnen. Bei mir ist offensichtlich das Spektrum des Fremden breiter. Ich bin dann auch immer wieder erstaunt, wenn Sie sich selbst als Schwarze bezeichnen. Weil aber warum sind Sie erstaunt darüber? Ich bin doch schwarz. Bitte? Ich bin doch schwarz. Es gibt so viele Schattierungen. Und wenn Sie in Peru gelebt haben oder in Brasilien, dann ja, werden gut, aber Sie dürfen sich doch auch als weiß bezeichnen. Oder bezeichnen Sie sich als pink oder als... Als Mensch, ich bezeichne mich nicht als weiß. Ja, ich fühle mich als weiße. Aber wenn wir über sogenannte... oder über Diskriminierung im Hinblick auf Äußerlichkeiten reden, dann muss ich doch davon reden, dass ich schwarz bin. Und ich bezeichne mich auch so und ich finde das auch keine, das ist eine Selbstbezeichnung im Gegensatz zu Neger oder so, das ist keine Selbstbezeichnung. Aber schwarz ist meine Selbstbezeichnung und was ist denn daran schlecht? Also, ich merke, dass ich... Es wird ja nur in dem Moment schlecht, wo Sie sagen, schwarz ist gleich nicht deutsch. Dagegen wehre ich mich. Aber dass ich schwarz bin, kann ja jeder sehen. Ich muss hier eingreifen, Verzeihung, weil unser Thema ist jetzt hier nicht, wann ist man wirklich, hat man sich Migration sozusagen, also ist man gut, wie nennt man das? Integriert. wann hat man sich integriert, wann nicht, sondern wie es in Fernsehen und Filmen Diskriminierung gibt und was kann man dafür tun. Deswegen würde ich gerne die Frage einfach an weitere. Danke. Ja, zunächst mal ein großes Kompliment an die Runde und an das Niveau der Diskussion. Ich hatte eigentlich vor, zu meinem Stammtisch zu gehen, bin sehr froh, dass ich diese Alternative gewählt habe. Ganz prima. Ich würde meinem Vorredner in der Hinsicht zustimmen, es ist unheimlich viel hier vorgetragen worden, was man gar nicht jetzt irgendwie auf den Punkt bringen kann. Also ich bin Politikwissenschaftler und würde mal einen Punkt ansprechen, meine Freude über das Erstarken der AfD hält sich sehr in Grenzen. Und zwar deshalb, rechtsradikale, rassistische Überzeugungen in Deutschland gab es immer. Das geht zurück auf Studien, Sinusstudie der 80er Jahre, wo immer zwischen 13% und 15% ermittelt wurden, die im Prinzip ja jetzt auch praktisch bei der AfD sich manifestieren. Also wenn da gesehen, es gibt dann immer so Kristallisationspunkte, bei uns sind es eben die Flüchtlingszahlen des Jahres 2015, in den USA die 8 Jahre Obama-Regierung, die ja auch dann praktisch den Backlash mehr oder weniger hervorgerufen haben und das Land noch weiter geteilt haben. Das dazu. Jetzt aber mal vielleicht etwas Banales, aber ich denke, die Fernseherfahrungen hier sind ja sehr unterschiedlich. Also ich habe 3 Kinder in unterschiedlichen Altersklassen, die gucken kaum Fernsehen. Also ich gucke mehr Fernsehen als die 3 zusammen. Und ich denke, man sollte auch die Wirkung des deutschen Fernsehens generell auf Veränderung, auf Entwicklung, auf Change generell nicht überschätzen. Denn die jüngeren Generationen schauen ja kaum noch Fernsehen. Aber mal ein Beispiel. Sie hatten vorhin den Tatort erwähnt. Ich habe vor Tagen per Zufall eine Wiederholung eines Köln als WDR-Tatortes gesehen, in dem ein dunkelhäutiger Protagonist auftritt, namens Tobias, der ist im Prinzip so Zuarbeiter für die beiden Quacks, für den Max und den Freddy. Ich weiß nicht, ob jetzt irgendjemand weiß, wovon ich spreche, wahrscheinlich guckt kein Mensch hier Tatort mehr. In jedem Fall gab es da eine Szene, wo das war wohl die erste Sendung, in der er auftrat und er ist dann in eine Situation reingeraten, wo er eine Besprechung dann belebte und hat dann irgendeine Nahrung,
reingetragen und derjenige, der mir die zubrachte, war jetzt weder Max noch Freddy, aber ein anderer relativ hochstehender Kriminalist. Und der hat ihn relativ schnippisch so abserviert, hat ihm auch nicht die ausgestreckte Hand gegeben. Und da habe ich mir dann gedacht, ja, welche Intention hat denn da der Regisseur oder der Drehbuchschreiber gehabt? Es ging dann weiter. Tobias war schon etwas stutzig, war etwas peinlich berührt und ging dann raus. Und als er draußen war, sagte dann Max, nee, Freddy war es. Freddy sagte zu diesem Typ, der hieß Schatz, hör mal, mach das doch nicht, wir sind doch froh, wenn wir überhaupt Freiwillige finden, die so coole Jobs machen. Also er hat gar nicht jetzt auf die Diskriminierung wegen der Hautfarbe abgehoben, sondern generell solle er eben Angestellte anders, besser, humaner behandeln. Da habe ich mich dann gefragt, was ging im Kopf des Regisseurs vor? Was glauben Sie? Nicht also eigentlich, ich denke, eine banale Szene innerhalb eines schlechten Tatortes, die sind ja meistens wirklich grottenschlecht, aber hatte das irgendeine Bewandtnis? Also zum ersten Mal ein dunkelhäutiger Assistent, der dann irgendeinem latenten Rassismus eines Kriminalkommissars ausgesetzt war. Was ist davon zu halten? Ich glaube, das ist nicht so gut dargestellt irgendwie. Also es hört sich nicht so offen, also es hört sich nicht klar an. Es hört sich wie so eine Art Versteckspiel an. Man traut sich das nicht so zu benennen und man versteckt das so unter so einem komischen Dialog, dass das irgendwas mit seiner Arbeit zu tun hat. Also das ist, da muss man schon auch ein bisschen mutiger sein. Und Mut ist so ein Überbegriff, ne, was so ein bisschen auch in der Medienlandschaft oder Film-Fernsehlandschaft einfach fehlt. So. Ja, das ist halt auch, das ist so unpolitisch. Das ist alles auch so unpolitisch, ja, weil sie jetzt auch ihre Sicht darauf, auf die Filme oder eben auf die Filmlandschaft. Ich weiß auch nicht, ich habe mich auch so aufgeregt über diese NSU-Filme. Ne? Die ARD hat ja dann versucht, irgendwie zu diesem Thema oder zu diesem ganzen, zu dieser Farce von einem Prozess, 3 Filme als Aufarbeitung sozusagen mal schnell rauszuschießen. Und einer war ganz okay so, der erste, keine Ahnung. Und dann hat man 3 Teile gemacht, weil Political Correctness. Einmal irgendwie die Opfer, einmal die Täter und dann die Justiz. Ja? Und so geht man das halt an. Das ist halt so die deutsche Fernsehlandschaft so. Man trennt das. Man macht einmal einen Film über die Opfer, einmal die Täter und einmal die Justiz. Als wäre es nicht ein großes Ganzes, was da fehlgeschlagen ist, sondern es gibt halt immer diese Trennung. Diese Perspektiven, diese unterschiedlichen Perspektiven. Und das ist per se für mich schon der Fehler. Ja? Und das ist, also um nochmal auf die AfD zurückzukommen, ich hatte keine Freude darüber, dass die AfD in den gewählt worden ist. Aber ich finde, wenn du ein Mensch bist, der ganz viel Alltagsrassismus erfährt, wenn das ein Teil deines Tages wird, sozusagen, ja, oder institutioneller Rassismus auch, was für mich ja viel schwieriger ist als das einzelne Individuum, dem kann ich noch verzeihen. So. Aber für mich wurde es damit klarer, es hat so eine Art Gesicht bekommen, offensichtlich. So. Deswegen meinte ich, also habe ich meine Freude darüber sozusagen so ironisch oder sarkastisch veräußert. So. Es gibt noch einige Damen. Ein Damen hinten wartet seit Anfang an. So, genau. Aber ich habe schon das Mikrofon. Ah, super. Das wäre das Mikrofon. Vielen Dank für die Diskussion. Es hat echt Spaß gemacht und wir haben ein bisschen auch gelacht. Und in diese Richtung möchte ich jetzt meine Frage stellen. Also Sie sind fast alle künstlerisch tätig. Daher ist meine Frage an alle 4 da auf der Bühne. Ich finde, wir haben jetzt mehrmals erwähnt, wie blöd, flach und irgendwie uninteressant viele rassistische Filme sind, aber gleichzeitig, es gibt sowas für tolle Kunstwerke, die sich mit Rassismus auseinandersetzen, auf so eine tolle Weise. Also ich kann diese YouTube-Video von This is America, Childish Gambino, der in eine Woche 70 Millionen Zuschauer hatte. Also ich kann das allen empfehlen, weil es ist ein Video, das sich sehr intensiv mit Rassismus in Amerika beschäftigt.
Und das ist meine Frage, was sind die Beispiele, die Sie nennen würden, die Ihnen bewegt als künstlerische Werke, die sich also sehr geschickt mit Rassismus auseinandersetzen, die sind lustig, die sind also voller Gehalt sozusagen, voller Energie, die auch transformativ, als man als transformativ sehen kann. Danke. Deutsche, meinst du, oder generell? Also nochmal, ich habe ein ganz kurzes Kommentar zu Childish Gambino. Das ist zum Beispiel auch, es ist zwar die Musikwelt, ja, es ist Pop eigentlich, so. Und trotzdem schafft er es, so eine Welle zu schlagen, dass sich Leute anderweitig mit Musik beschäftigen und die Essenz von Musik. Pop ist eigentlich ja Kommerz, ja, oder Musik in der Form, wie sie existiert. Und selbst das prangert er ja an, auch in dem Clip oder in seiner Musik. Und trotzdem hat er über 100 Millionen Klicks oder Zuschauer oder wie auch immer. Und die Leute werden plötzlich aufgefordert, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Und selbst das Stück als Musikstück ist ja recht kompliziert und komplex komponiert. Es ist nicht simpel. Also es ist nicht so zum, du kannst es nicht einfach konsumieren und dann zack oder irgendwie, ne, du wirst gezwungen, dich damit auseinanderzusetzen. Und diese Resonanz darauf ist, alle setzen sich damit auseinander, alle diskutieren, junge Leute, 16-Jährige, 12-Jährige, so mit 50-Jährigen, irgendwelchen Kommentaren auf YouTube, auf Facebook und, so. Und das regt mich auf, wenn ich sowas sehe, ja, dann denke ich mir so, ey, das sind doch eure Zuschauer. So, sind das nicht eure Zuschauer? Also wie kann das sein, dass diese Leute so diskutieren können, von 12 bis 60? Und ihr wollt mir sagen, dass es schwer ist, wenn ein Kellner eine dunkle Hautfarbe hat und ein Problem hat, dass man dann plötzlich, keine Ahnung, oder ein Arzt, dass man plötzlich noch einen Hintergrund dazu erzählen muss, weil es sonst nicht ersichtlich ist. Das Problem ist doch ein ganz anderes, ganz klar. So, es hat nichts mit dem Zuschauer zu tun. Aber da Sie auch gefragt haben, was es in unserem tägliches Leben für Situationen gibt, also ich kann von mir erzählen, dass ich sehe es nicht direkt, für mich persönlich hat es nicht direkt nur mit dem Job zu tun, sondern einfach eine ganz einfache alltägliche Situation, sehr unerwartet. Ein Beispiel, ich habe meinem Mann einen Paragliding-Kurs geschenkt, wir sind mit viel Freude nach irgendeinem Ort in der Nähe Heidelberg gefahren und dann hat der lustige Lehrer wirklich mit Freude, also so gefragt, wo kommst du her, wo kommst du her und so, und wo kommst du wirklich hier, so aus dem Iran, wo hast du deinen Burka gelassen, und das ist ein Witz von ihm gewesen, wirklich, er dachte, es ist witzig, und er wusste nicht mal, dass man im Iran keinen Burka tragt, also außer bestimmte Regionen, aber das sind bestimmte Momente, wo ich mich plötzlich getrennt fühle oder fühlte, ich habe auch weil man versucht ja selbst auch daran zu arbeiten, das nicht wahrzunehmen und schlagfertig zu antworten und sagen, an dein Hakenkreuz gehängt, mein Burka. Und dann ist er schockiert und dann sage ich, ja, das war aber genauso das, was du gesagt hast. Aber da muss man ja jeden Tag mit irgendeiner, der das nicht mal böse meint, streiten und diskutieren. Und ich finde, diese alltägliche Situation sind die Beginn oder ist viel gefährlicher, als jetzt zu sagen, im Beruf, Frauen kriegen keine Aufträge oder Blonde müssen Minirock tragen oder... Ja, ich glaube, es geht so einher, weil genau das meine ich, also weil ich glaube, da hat eben das Theater und vor allen Dingen der Film, der unheimlich viele Leute erreicht, eine Verantwortung. Und wenn Frauen, die so aussehen wie Sie, sage ich jetzt mal, zu 99% im deutschen Film und Fernsehen mit Burka gezeigt werden, dann muss man sich nicht wundern, sage ich mal, wenn so ein Spruch kommt oder wenn Schauspielerinnen wie ich immer nur für Rollen oder hauptsächlich für Rollen mit gebrochenem Deutsch gebucht werden, was ich zum Beispiel nicht mehr mache. Ich habe 2013 diese Entscheidung getroffen, dass ich gesagt habe, ich spiele niemanden mehr mit gebrochenem Deutsch. Denn dann muss ich mich nicht wundern, wenn die Leute mich fragen im echten Leben, wo ich so gut Deutsch gelernt habe. So, und ich kann nicht vorne was aufbauen, was ich hinten wieder einreiße.
Also darum glaube ich, das hängt zusammen. So, also ja. Diese und auch gerade, was wir im Film sehen und im Fernsehen, das prägt und in der Werbung, das prägt, das geht einfach ins Unterbewusstsein. Und wenn Sie, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, dass Sie auch nach positiven Beispielen gefragt haben, wo ich wirklich nachdenken muss, also nicht, weil ich irgendwie darauf beharre, dass alles so schlecht ist, sondern mir fällt wirklich fast nichts ein. Und was mir sofort eingefallen ist, ist Fassbinder, das ist leider schon ein paar Jahre her. Die Filme, die er gedreht hat, also Angst, Essen, Seele auf und nicht nur, was jetzt Rassismus betrifft, auch bei so vielen anderen Sachen. Die Angst vor der Angst zum Beispiel, ein toller Film eigentlich über Burnout, lange bevor es das Wort gab. Und also ganz viele Sachen oder Deutschland im Herbst, wo er mit seiner Mutter über diese ganze RAF-Problematik und wie damit umgegangen wurde. Also das, da bin ich wirklich, das sind so die Momente, wo ich sagen kann, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein, würde ich vielleicht nicht sagen, aber in dem Moment empfinde ich ein gutes Gefühl, dass er und ich aus demselben Volk gekommen sind, weil das sind tolle, das ist einfach toll. Also es ist wirklich großartig. So. Und, aber so in jüngster Zeit, Shermin Langhoff am Gorki-Theater, was mir wieder beweist, dass diese Leute, meine ich Leute wie uns, wir müssen in die Spitzenposition, damit bin ich auch gleich bei dem, wie kann man es ändern? Ich glaube nicht, dass ich von selber was ändern muss. Ich glaube, wir Afrodeutsche, was auch immer für Bindestrichdeutsche, müssen in die Spitzenposition im Film, als Autorinnen, als Regisseurinnen, als Schauspielerinnen und erst dann wird sich was ändern. Frauen mit Kopftuch, Frauen, keine Ahnung, also die müssen einfach in diese Position, damit eine Frau mit Kopftuch nicht mehr als Synonym genommen wird für eine unterdrückte Frau. Eine unterdrückte Frau kann auch einen Minirock tragen oder ein Chanel-Kostüm. So, man kann sie nicht erkennen an, so. Also genauso wenig, wie man einen Deutschen daran erkennen kann, welche Hautfarbe er hat. Und das ist, glaube ich, finde ich, der Lösungsweg. Danke. Bitte. Okay, meine Frage kombiniert so ein bisschen schon was angesprochen ist, nämlich Globalisierung und Zugriff auf diverse Plattformen. Wir hatten vorher Netflix und Amazon angesprochen und meine Frage betrifft die Zukunft des deutschen Fernsehens im Sinne auf einem Generationenwechsel. Wenn wir jetzt viele aufstrebende junge Menschen haben, die eben diverse Spitzenpositionen dann hoffentlich bekommen, inwiefern die Plattform des deutschen Fernsehens sich verändern muss aufgrund des veränderten Konsumverhaltens der jüngeren Generationen, die eben, so wie ich jetzt auch mitgekriegt habe, also auch aus meinem eigenen Umfeld, deutlich weniger Fernsehen tatsächlich gucken, wie sich die Plattform des Fernsehens tatsächlich verändern muss, um dann, auch wenn es ein paar Jahre später sind, mit den neueren Plattformen aus den USA und aus Großbritannien mithalten kann überhaupt. Dadurch, dass neue Plattformen wie How to Get Away with Murder eben da sind, wo andere Plattformen existieren, auf denen man identitätsstiftende Charaktere findet, wo man sich eventuell selbst wiederfindet. Wie muss das deutsche Fernsehen darauf reagieren in der Zukunft? Das deutsche Fernsehen muss gar nicht reagieren, solange die Gebühren fließen. Ganz schlicht und einfach. Solange dieses Gebührenmodell als Sondersteuer in Deutschland für die Öffentlich-Rechtlichen fließt, wird das Fernsehen sich in seiner Struktur nicht ändern. Die werden klagen, dass sie immer weniger Zuschauer haben. Die werden klagen, dass die jungen Leute nicht mehr die Tagesschau gucken oder sonst irgendwas gucken und die Serien nicht mehr gucken. Aber die beliefern dann eben die Altersheime oder ich weiß nicht wen. Ich bin ja nun auch schon, nicht mal die beliefern sie mehr. Also mich beliefern sie ja auch schon lange nicht mehr. Also das deutsche Fernsehen ist irgendwie aus der Welt gefallen und das liegt an diesem Bezahlmodell. Die kriegen dermaßen viel Geld, also wirklich, es sind ja erhebliche Mittel, die dahin fließen und sie klagen jedes Mal, dass sie zu wenig haben. Dasselbe gilt für Staatstheater. Ja. Ja, ich wollte das ansprechen, was Sie gesagt haben. Ich meine, dass Sie gemeint haben, dass heutzutage Jugendliche nicht mehr wirklich, also ihre Kinder zum Beispiel nicht mehr Fernsehen. Ja, also ich denke zum einen, vielleicht jetzt nicht, dass sie sich um 20.15 Uhr dann
vor dem Fernseher hocken, aber dass der Medienkonsum eigentlich fast höher ist als je zuvor, wenn jetzt nicht klassisch dann halt, dass man sich zu einer bestimmten Uhrzeit hinsetzt und schaut, dass man dann entweder die Sachen aufnimmt oder im Internet schaut. Und heutzutage, finde ich, haben soziale Medien auch einen riesen Einfluss. Beziehungsweise, also ich will einfach damit sagen, ihre Kinder konsumieren auf jeden Fall Medien, auf irgendeine Art und Weise. Sie haben sicherlich Instagram, sie haben sicherlich, schauen sich sicherlich YouTube-Videos an und haben Netflix, Amazon Prime. Also ich finde, Fernsehen ist dann immer noch sehr aktuell, aber auch einfach auf eine andere Art und Weise. Auch ich muss jetzt sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, ich wurde als Kind, also die Referenz, die ich am meisten gehört habe, aufgrund meiner Hautfarbe, war Big Mama, der Film, weil der ständig auf ProSieben gelaufen ist. Gerade vor 2 Wochen habe ich diese Referenz wieder gehört, das wurde mir hinterhergerufen. Und es war ein junger Mensch. Und da sehe ich so, ah, das war dann für mich auch so, was? Da war ich wieder zurück in meiner Kindheit, so vor 15 Jahren habe ich genau dieselbe Referenz gehört und für diese Generation ist es immer noch aktuell. Und allgemein, ich will jetzt auch vielleicht noch ansprechen oder was Sie auch davon halten, wie sehr Fernsehen und also Theater auch andere Medien, vor allem soziale Medien beeinflussen, zum Beispiel YouTube oder Instagram. Social Media Influencer sind jetzt heutzutage ja ziemlich wie Promis, Stars. Und jetzt zum Beispiel in den Staaten und auch in England ist es jetzt auch eine Riesendiskussion, dass die größten Influencer auch zu 90% weiß sind, dass es da eigentlich auch jetzt kaum Diversity gibt. Und finden Sie, dass hat es dann was mit unserem vorherigen Denken zu tun, das dann auch durch das Fernsehen oder von Medienkonsum von den Jahren dann vorgeprägt wurde, oder das ist was ganz Neues, oder woher kommt dieser Rassismus? Also auf jeden Fall haben Medien eine Macht, aber kommen diese Denkweisen von den Medien selbst, von den Leuten, die Medien bestimmen, oder von den Menschen selbst? Das ist sicher immer ein wechselseitiges Verhältnis. Ja. Wenn ich eine bestimmte Struktur habe und die im Fernsehen wiedergespiegelt wird, dann bestärkt die Struktur. Aber das ist eine alte Geschichte, dass da lange drüber geredet wird, Wirkungsforschung beim Fernsehen oder bei den Medien überhaupt. Ich habe ein paar von den Sachen gelesen, ich denke, das ist ein ziemlicher Hokuspokus, da denkt sich jeder was aus. Zu dem Film Nelly ist festgestellt worden, bei Kindern bestärkt er keine antiziganistischen Vorurteile, weil Kinder nicht wissen, was Antiziganismus ist. Aber vielleicht wissen es die Eltern. Also schwierige Frage. Ich denke auf alle Fälle, das, was passiert ist, wenn man bestimmte Stereotype im Fernsehen sieht oder egal in welchem Medium, dann sind die erstmal da. Und wenn diese Stereotype in anderen Kontexten wieder auftauchen, und das geht von der Literatur über Schulbücher bis sonst wohin, dann ist das ein sich selbst bestärkender Prozess. Dann werden diese Klischees einfach zementiert. Dagegen anzugehen, heißt, man muss andere Bilder dagegen setzen. Also andere Klischees vielleicht auch. Und dazu gehört auch, dass die Leute, die in den Medien auftauchen, dass die das auch mit einem gewissen Bewusstsein machen. Es gibt in den Medien, auch im Theater, eine ganze Menge Sinti, eine ganze Menge Roma, von denen kein Mensch weiß, dass die Sinti oder Roma sind. Muss man ja auch nicht unbedingt dazu sagen, bei vielen sieht man es auch nicht. Wir hatten vorhin in der Vorbesprechung oder irgendwo ist der Wörthersee aufgetaucht mit Roy Black. Es war, glaube ich, 60er Jahre oder 70er oder sowas. Was kaum jemand weiß, Roy Black stammte aus einer deutschen Sinti-Familie. Wäre das anders gelaufen? Hätte der überhaupt so eine Position bekommen, wenn das bekannt gewesen wäre? Es gibt eine ganze Reihe von anderen Musikern, die ganz dezidiert Musiker geworden sind, Musikerinnen, Sängerinnen, ohne dass das bekannt geworden ist. Ne? Die das erst sehr viel später. Marianne Rosenberg war schon wirklich einen langen Star, bevor sie öffentlich gesagt hat, dass sie aus einer Sinti-Familie kommt. Verzeihung, wir haben zwei schnelle Fragen. Wir haben leider 5 Minuten nur. Also es fehlt vorhin die Bemerkung,
dass, dass im Fernsehen, dass beim Fernsehen ja auch viele Leute von bildungsfernen Schichten dabei sind und dass, dass die dann irgendwie überfordert werden und das nicht kapieren wegen ihres Bildungsmangels. Und diese Argumentation finde ich gefährlich. Die finde ich gefährlich, weil den Menschen die Ausrede ermöglicht wird, du bist bildungsfern und du kannst daran nichts ändern, ist deine Schuld, aber du kannst daran nichts ändern. Und das finde ich gefährlich, dass das sozusagen also wie eine Ausrede daherkommt. Und ich denke, was mir jetzt bei der ganzen Diskussion fehlt, wir reden über das Fernsehen, aber das Fernsehen ist doch selber dazu da, um Bildung herzustellen. Wenn die Bildung fehlt, um zu erkennen, dass man nicht diskriminieren soll, warum stellt dann das Fernsehen selbst nicht die Bildung her und stellt auch mal auf die Metaebene ab, dass man die Metaebene nutzt und dann das Fernsehen sagt, jetzt erklären wir euch mal, wie ihr euch, wie ihr Diskriminierung vermeidet. Und welche Bildung fehlt mir dann eigentlich? Die Bildung, die mir dann fehlt, wenn ich, wenn ich meine, ich darf jetzt einfach so lalülala Leute diskriminieren, die, was fehlt mir dann? Dann fehlt mir ein dreiseitiges Dokument, nämlich die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Und wieso ist es dem Fernsehen nicht möglich, ein dreiseitiges Dokument einfach mal allgemeinverständlich für das Publikum irgendwie in einem Erklärfilmchen, wie es hier auch bei YouTube überall gibt, einfach mal zu erklären, worin besteht eigentlich das Menschenrecht auf Nichtdiskriminierung, ist übrigens Artikel 7 in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Wieso wird es nicht mal im Fernsehen erklärt? Wieso fungiert nicht das Fernsehen selbst als Medium der Bildung, die genau diese Bildung herstellt, die man anderen es einräumt, dass ihnen die fehlt? Aber ich würde, wenn ich ganz kurz sagen darf, ich denke, es geht noch einen Schritt früher los und das ist, weil Sie das auch erwähnten, was wir kaum besprochen haben, Literatur, Bücher, Schule. Und ich habe in meiner Schulzeit, glaube ich, 50.000 Mal die Menschenrechte durchgenommen. Und ich weiß auch genau, was da steht. Und das deutsche Grundgesetz ist auch super, bloß es wird halt nicht auf alle angewendet. Und damit sind wir wieder bei dem Rassismus. Und wenn wir ernsthaft darüber diskutieren, ob man Neger in Kinderbüchern lässt oder nicht, und ich dann meiner Tochter vorlesen muss, und dann ging der Neger und dann sagt, stoppe ich und sage, das ist aber ein Schimpfwort, darfst du nicht sagen. Und dann fragt sie mich, ja, wieso liest du es mir dann vor? Da kriege ich ein Problem. So, also wenn wir denken, Begriffe wie Neger oder Schwulensau oder blöder Jude oder so müssen in den Büchern bleiben, weil das halt damals so war. Und dann können wir ja den Kindern erklären, warum das nicht gut ist. Da geht es schon los. Wenn die ins Alter kommen, wo die Fernsehen gucken, ist es längst zu spät. Also das muss viel, viel früher ansetzen. Ja. Ich muss doch zur Diskriminierung und Fernseh- und Bildungsauftrag sagen, der Kinderkanal hat einen ganzen Themenblock zum Thema Diskriminierung gemacht, einschließlich Erklärung der Menschenrechte, Kinderrechte, alles Mögliche dazu. Also da passiert schon auch was und das war durchaus auch für Kinder, die noch nicht in der Schule waren. So, ich habe noch eine Frage. Also ich fand, Sie haben sehr gut sehr genau präzise gesagt, dass in Deutschland eine Identitätskrise herrscht. Und ich kann es aus eigener Erfahrung auch bestätigen. Aber die Frage ist, oder so rum, in USA herrscht vielleicht weniger Diskriminierung oder Rassismus, weil diese Identität ein bisschen anders ist. Also diese Identitätskrise ist nicht so ausgeprägt da, aber die Identität da ist vielleicht in Richtung Patriotismus, we are the best and greatest, dann ist es halt ein bisschen breiter, wer dabei sein darf. Welche Identität soll denn in Zukunft in Deutschland herrschen, um, sag ich mal, mehr Leute einzubeziehen? Ich glaube, eine neue, also irgendeine, die sich da die repräsentiert, was die Realität ist in diesem Land, also wie viele Ethnien hier zusammenleben und diese sich wiederfinden in Filmen, als auch im Theater, als auch im Fernsehen, also darum geht es ja. Also ich finde, das ist auch eine unheimlich wichtige Frage, ja, weil es ist, worüber definieren wir uns eigentlich als Deutsche? Ja. Was ist der gemeinsame Nenner? Die Hautfarbe, die Sprache? Wo ich sage, das ist, wie gesagt, kann man darüber diskutieren, aber schön, wenn einer die Sprache
schließen spricht, in dem Moment, wo es um Diskriminierung geht, interessiert mich nicht, was die Hinterbliebenen der Holocaust-Opfer, ob die Deutsch sprechen oder nicht. Also worüber definieren wir uns? Über unser Grundgesetz, über die Menschenrechte, die Würde des Menschen ist unantastbar oder darüber, wo unsere Urgroßeltern mal hergekommen sind. Das ist die Frage, worüber wir uns definieren. Ja, und heutzutage wird das ja auch sehr stark angekurbelt. Also durch die politische Bewegung habe ich auch wieder das Gefühl, dass da jetzt, dass die Frage in den Vordergrund geraten ist, so ja, was ist denn eigentlich jetzt dieses Deutschland und was ist eigentlich mit diesen ganzen neuen Leuten, die hier sind, aber die seit den 60ern, 70ern jetzt auch neu hier sind. Also das ist schon für mich sehr interessant, das alles so zu beobachten. Und ich finde, da tut sich was. So, ich erlebe das in meinem Bereich, manchmal nervt mich das auch, weil ich das Gefühl habe, so ja, okay, aber immerhin sind sie ein bisschen aufgewacht, aber es will eine Bewegung passieren und das ist schon mal der Anfang. Und um ehrlich zu sein, weil Sie jetzt gefragt haben, wie man das schafft, ich glaube, die Fernsehwelt, die deutsche Film- und Fernsehwelt ist auch überfordert. Sie haben noch gar keinen Plan, wie es weitergeht. Also sie sind auch überfordert mit diesen ganzen Streaming-Medien so. Und die Fernsehwelt fragt sich auch, was machen wir nun? Weil sie haben natürlich auch einen Anspruch, ihr Anspruch ist Zuschauer und Quote. Und natürlich, wenn die Quote immer weiter sinkt, wird sich irgendwann auch, werden sich die Finanziers sozusagen oder wir als die, die das Geld hergeben für die Existenz dessen, werden sich fragen, so, für was zahlen wir das jetzt alles, wenn ihr das nicht repräsentiert, was wir möchten? Ja? Momentan ist es aber noch nicht der Fall, es ist noch nicht so exzessiv geworden. Aber mit der neuen Generation, also das Fernsehen ist bald tot, wenn es so weiterläuft. So. Ja, ist es schon ein bisschen, für uns. Also ich habe auch keinen Fernseher. Mir ist übrigens noch bei mir ganz ein gutes Beispiel eingefallen, Fatih Akin aus dem Nichts. Ja. Er musste eine weiße Hauptdarstellerin nehmen, damit, weil sich Weiße besser mit Weißen identifizieren können, als wenn es jetzt eine türkische Frau gewesen wäre, aber trotzdem ist es ein toller Film. Ich habe Fatih gefragt, also ich fand das auch, das ist ein Film über den NSU, ne? Und ich habe ihn auch gefragt, warum hast du dich dafür entschieden, deine Figur, obwohl es eigentlich die Opfer, alle Opfer, ich glaube bis auf den Polizisten, nee, ja doch, bis auf die Polizistin, genau, hatten einen Migrationshintergrund, also die Opfer des NSU. Und er hat aber was sehr Intelligentes gesagt. Er sagte, für mich ist Terror Terror. Ja? Und wenn der Terror sozusagen gegen, und ich bin Deutsch, so wie alle anderen auch Deutsch sind, so. Und Terror hat keine Farbe. So, Terror ist Terror. Und deswegen übt ja am Ende, ich verrate es jetzt einfach, ihr könnt den Film trotzdem gucken, weil er toll ist, am Ende verübt er sozusagen seine Figur durch eben diesen großen Schicksalsschlag und dieses Traumata, verübt sie auch einen Terroranschlag, um sich zu rächen. So. Und das finde ich, da hat er auch schon recht, wenn es dann wiederum eine dunkelhaarige Frau gewesen wäre, hätten alle wieder dahin gezeigt und gesagt, so, ja, sieht ja alle, es sind ja wieder Terroristen. Also Terror bekämpft Terror eben, es ist egal. Ja? Und das fand ich irgendwie nachvollziehbar, was er gesagt hat. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass er sich dazu entschieden hat, weil er Zuschauer wollte, sondern weil er ein Statement machen wollte, dass eben diese Art von Gewalt nicht unbedingt eine Hautfarbe hat oder Hautfarbe haben sollte. So. Hat er ganz gut gemacht. Ja, noch ein gutes Beispiel zum Thema Farbe und Hautfarbe. Einer meiner vergnüglichsten Zeiten vor dem Bildschirm war das Gespräch von Trevor Noah, als er sein Buch Born a Crime vorgestellt hat. Trevor Noah ist aus Südafrika, sein Vater ist Schweizer, seine Mutter ist Südafrikanerin, sehr dunkel. Und er beschreibt einfach, wie er aufgewachsen ist, und er ist jetzt einer von den wirklich großen Entertainern in den USA. Aber wie er beschreibt, wie er groß geworden ist, das ist wirklich bemerkenswert. Das ist wirklich toll, ja. Und es ist eine Art und Weise, wo ich denke, oh, das brauchen wir hier auch.
wir bräuchten so ein paar Leute, die so eine Show auch hier in Deutschland machen können. Und noch vielleicht eine, um da anzuschließen, ist wirklich wenig Zeit. Und zwar von Dave Chappelle, was wieder mal zeigt, dass man nicht politisch korrekt sein muss, um das Thema Rassismus aufzuarbeiten. The Nigger Family, der berühmte Sketch, könnt ihr mal auf YouTube gucken, wo er einer weißen Familie den Nachnamen Nigger gibt und damit endgültig beweist, dass dieses Wort nicht neutral ist. Weil man zuckt jedes Mal zusammen, wenn dann wird da ein Baby geboren, ein weißes Baby, und jemand sagt, oh, he has those nigger lips. Ja, man denkt, so. Also so viel zur Kinderbuchdebatte und so, es ist kein neutrales Wort. Und dieser Sketch ist toll, oder auch sein White Supremacy Sketch, wo er einen Schwarzen spielt, der beim Kuckucksklan ist und blind ist und nicht weiß, dass er schwarz ist. Großartig, großartig. Ja, okay, viel Spaß. Herzlichen Dank an alle Gäste und auch an euch. Ich fand es eine sehr schöne Runde, und vielleicht gehen wir einfach mit dieser Gedanke auch nach Hause ein bisschen. Ich persönlich, wie sieht es aus wirklich? Wie sieht nicht nur für Film und Fernsehen, sondern wie sieht Deutschsein aus? Also woran macht man das fest, wirklich, wie Sie gesagt haben? Macht es an daran fest, wie schnell jemand Deutsch lernt, sich integriert, oder an Grundgesetz oder was auch immer. Oder müssen wir die Frage überhaupt stellen? Müssen wir gar nicht, aber die wird öfter gestellt, als wir uns das vorstellen. Und warum? Glaube ich. Aber warum wird sie gestellt? Genau. Und wem das wird sie gestellt und wem wird sie nicht gestellt? Wem wird sie gestellt? Genau, damit die anderen Teil 2 folgt. So. Okay. Herzlichen Dank.